Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UAP Talk auf dem Kanal UFO TV. Wir beschäftigen uns im Interviewformat hauptsächlich mit dem Thema UFOs, aber auch mit verschiedenen Sachen, die da daran angrenzen, Grenzwissenschaft eben und Paranormales und andere Sachen, die da eben im Zuge des gesamten Phänomens immer wieder auftauchen. Und dafür habe ich heute einen besonderen Gast. Ich darf ihn herzlich begrüßen, Peter Mulatsch. Danke. Buchautor und überhaupt Urgestein der parapsychologischen Forschung, der paranormalen Forschung. Jetzt Herzlich sollte willkommen. ich noch sagen, ja. Dinosaurier, na gut, aber gut, so viel trennt uns auch nicht. Also früher oder später wäre ich dann auch zum Dinosaurier. Na gut, ja, aber Urgestein klingt immer noch besser. Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen. Ich will jetzt gar nicht so viel als Vorstellung vorausschicken, sondern ich denke mir, wir fangen einfach an und du erzählst einfach ein bisschen. Am Anfang einfach rein biografisches, also wie hat sich dein Leben und deine Ausbildung entwickelt und vor allem, wie bist du dann halt auf die paranormalen Themen gekommen, aber eben auch ein bisschen dein ganz normaler Background ist sicher auch interessant. Ja, also bevor ich damit anfange, in meiner Vergangenheit zu schnüffeln, möchte ich mich einmal herzlich bedanken für die Einladung. Das freut mich, dass das zustande gekommen ist, dieses Gespräch. Fein. Gut, ich interessiere mich für diese einschlägigen Fragen, die man so heute vielleicht am meisten unter Parapsychologie zusammenfasst, eigentlich seit Kindesbeinen. Ich habe als Kind sehr früh lesen gelernt. Aha, da ist jetzt das Bild eingefroren bei mir. Oh je, na hoffentlich. Ah, jetzt bist du wieder. Ja, So. okay. Okay, das ist das erste paranormale Phänomen, das uns heute passiert ist. Also ich habe sehr früh, ich habe lang vor der Volksschule schon, war immer eine Leserate, habe ich schon lesen gelernt und habe also, wie gesagt, als Kind bei einer Tante eine Zeitschrift gelesen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, also eine keine wissenschaftliche Zeitschrift, eine Publikumszeitschrift, die hat geheißen Mensch und Schicksal. Manche, die sich vielleicht im Antiquariat herumtreiben, kennen diese Zeitschrift, die ist schon lang eingegangen. Und was mich dabei halt so interessiert hat, waren die Erlebnisberichte, die eingesandt worden sind, wo also Leute schreiben. Und wegen Urgestein und Alter haben wir ja schon gesprochen. Das war die Nachkriegszeit. Und daher sind also viele Berichte gekommen, die sich irgendwie mit Krieg und Nachkrieg auseinandergesetzt haben. Also zum Beispiel, eine Frau schreibt, mein Mann ist mir im Traum erschienen und ich habe gewusst, er ist tot, er kommt nicht mehr zurück. Oder so ähnliche Sachen, nicht? Sehr viele Sachen, die sich also, wie gesagt, auf Kriegsereignisse und in der Regel natürlich auf negative Dinge, also Verletzung oder so. Manche waren auch dergestalt, dass der Träumer oder die Person, die das so in einem Halbschlaf miterlebt hat, in der diese Bilder aufgestiegen sind, ein unanschauliches Wissen erlangt hat. Es ist also etwas passiert, aber es wird gut ausgehen. Ja, also diese Dinge haben mich einfach interessiert. Und das nur sozusagen als ein Teil der Beschreibungen, die damals veröffentlicht worden sind. Also keine wissenschaftlichen Analysen, sondern im Wesentlichen Leserbriefe. Und das hat also mein Interesse geweckt. Und dann habe ich mich halt schon langsam in die Literatur vertieft. Zunächst einmal, wie halt üblich, wo man Zugriff hat, populäre Bücher und dann also auch wissenschaftliche Literatur. Also das Buch, was mich sozusagen in dieser Phase am meisten beeindruckt hat, war das von Tischner 1950 erschienen, Ergebnisse okkulter Forschung. Das ist vom Ansatz her ein bisschen outdated heute, aber nichts, was drinnen geschrieben ist, ist überholt oder falsch oder so. Tischner war so ein sehr bedeutender Mann, aber ich möchte jetzt nicht über den Tischner reden, damit du gesagt hast, ich soll was von mir erzählen. Also Ja, studiert. du hast ja auch eine normale akademische Ausbildung gemacht, sozusagen. Ich finde das Ja, wichtig, das zu mich erwähnen, habe weil das ich. einfach den Background ein bisschen Richtig, erklärt. richtig. Und mich hat also zweierlei interessiert. Das eine ist also eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung, also Biologie, weil schließlich und endlich sind also alle diese Phänomene im Zusammenhang
mit Lebewesen zumindest, also mit denen, die das erleben oder darüber berichten können, Biologie, und habe mich natürlich auch ein bisschen umgeschaut in Physik und Chemie, und auf der anderen Seite natürlich Psychologie. Wobei die Psychologie, die damals im Schwange war, Rohrwacher, ja, wie soll ich das sagen? Rohrwacher hat eines getan, was ihm manche Kreise also sehr, sehr vorgeworfen haben. Die haben das dann genannt, eine Psychologie ohne Seele. Ich bin, muss ich sagen, eher ein Anhänger dieser ehrlichen Ausdrucksweise. Was die Seele ist, darüber können wir nicht reden. Da gibt es also seit 2.500 Jahren unterschiedliche Theorien. Es hat also keinen Sinn, sich da auf so etwas festzulegen, sondern wir werden eher anschauen, unseren Fokus richten auf das Seelenleben, auf die seelischen Phänomene, ohne also die Frage zu stellen, was da dahinter steht, ob das eine eigene Entität ist oder nicht. Also es gibt diese leicht spöttische Bemerkung, das Studium der Psychologie ist in erster Linie ein Studium der Statistik. Ja, das war zu meiner Zeit, hat das gerade begonnen. Gerade begonnen. Aber heute ist es natürlich, kommt man ohne das nicht aus. Und ich muss sagen, ich bin nicht gut in Statistik. Also, wenn ich was brauche, dann muss ich mich mit Leuten, die das besser können, beraten. Also sozusagen, ich meine, was ich damit meine, psychologische Phänomene oder psychische Phänomene versucht messbar zu machen, zu quantifizieren eben. Ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen der Hintergrund, von dem wir gerade reden. Damit sind wir natürlich mitten im Thema. Was studieren wir? Studieren wir also Fälle, die also ganz besonders interessant sind, weil sie bestimmte Größenordnungen haben? Studieren wir Fälle, die also uns weiterhelfen mit theoretischen Konzepten? Oder studieren wir statistisch in Tests, die in Massenexperimenten, wo die Leute durchgeschleust werden durch eine bestimmte Versuchsordnung, studieren wir dann, gibt es einen Trefferüberhang oder nicht? Ist ein Effekt da? Wie groß ist der Effekt? Wie groß ist der Effekt Size? Welche Parameter sind verantwortlich dafür, dass der Effekt zustande kommt, dass er größer ist, dass er kleiner ist, und alle die Fragen, die man also dann noch stellen kann. Wie schaut es aus mit der Einstellung der Personen, die diesen Test machen? Sind die also von vornherein eher gläubig oder eher reserviert? Das macht einen Unterschied. Dann natürlich Frauen oder Männer macht einen Unterschied. Da macht es einen Unterschied. Sind das also, soll ich sagen, Leute, die also im Diesseits verankert sind wir alle, aber gibt's also ein Materialistisch Gruppier von orientiert Leuten, sind, die ja. also doch irgendwie ein Interesse an weiterführenden psychischen Phänomenen haben, insbesondere also dann Personen mit Meditationserfahrung einerseits, mit Drogenerfahrung andererseits. Also zum Beispiel, wie gesagt, einer der Ansätze ist, dass man in Experimenten mit einer großen Anzahl von Versuchspersonen derartige Parameter abfragt. Ja, aber bevor wir da hineinspringen, vielleicht noch ganz kurz, da fehlt es einfach noch die Brücke zwischen deinem Studium und deiner ja, langjährigen beruflichen Beschäftigung mit dem Thema. Wie bist du das angegangen? Wie gesagt, du hast es schon erwähnt, Psychologie wird unterrichtet, Parapsychologie wird nicht unterrichtet oder zumindest nicht an vielen Orten und nicht sehr ausführlich. Das heißt, wie hast du dann quasi aus deinem Interesse nach deinem Studium von normalen Studien, wenn man so will, dann halt einen Beruf daraus gemacht. Ja, also es ist, glaube ich, eher Berufung als Beruf. Aber davon abgesehen, ja, erstens einmal gibt es natürlich extensive Literatur. In den letzten Jahren ist sie überhaupt explodiert. Aber in meiner Jugend hat es also auch schon genug gegeben, dass man also lesen, nachlesen konnte und so weiter. Und dann war ich eine Zeit lang am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene tätig in Freiburg im Breisgau. Gegründet 1950 von Hans Bender. Bender war also Psychologe und hat ein Ordinariat gehabt für Psychologie und Grenzgebiete der Psychologie. Das Institut heißt, wie gesagt, Institut für Grenzgebiete Psychologie und Psychohygiene. Und die Zeitschrift, die damals herausgekommen ist, war eine Zeitschrift für Parapsychologie
und Grenzgebiete der Psychologie. Also diese drei Begriffe sozusagen, innerhalb derer hat sich Benders Denken, beziehungsweise im Hinblick auf den Aufbau des Instituts, also seine Aktivität dargestellt. Um das nur noch kurz einzufangen, dann können wir gerne in alle Richtungen gehen. Nur für jemanden, der dich noch nicht kennt, ich werde dann natürlich deine Website verlinken und auch auf deine Bücher und so weiter hinweisen. Aber beruflich hast du dich damit beschäftigt, indem du sozusagen an Universitäten, an Instituten tätig warst im Bereich der psychologischen Forschung oder eben auch parapsychologischen Forschung und unterrichtet hast. Kann man das so Nein, zusammenfassen? nein, das ist also stark übertrieben, wie du Okay, das. gut, okay. Naja, dann darum frage ich ja. Aber natürlich, ich habe also wenn du auf Bücher verlinken willst, du kannst auf Buchbeiträge, auf Aufsätze verlinken. Ich habe nie zu bisher, hoffe, es kommt schon noch, ein eigenes Buch, was eigenes gebundenes Buch herausgebracht. Ah ja, ich sehe dich nämlich Und immer als Autor genannt. außerdem Naja, okay. Ist es vernünftiger, weil meine Website ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, halt vergammelt ist, weil ich andere Dinge auch zu tun habe, ist es also vernünftiger, auf der Website der Österreichischen Gesellschaft für Parapsychologie zu verlinken. Das sagst du mir dann nachher und ich schreibe drunter, was du gerne möchtest. Ja, klar. Ja, na, ich sage es jetzt, weil ich gleich ein bisschen über diese Gesellschaft sprechen Ja, bitte möchte. gerne, bitte gerne. Ja, weil das ist auch ein Tätigkeitsfeld von mir, war seit langem. Das muss ungefähr 1965 gewesen sein. 64, 65 habe ich mich interessiert, habe ich mir gedacht, es muss doch irgendeine wissenschaftliche Gesellschaft in Wien geben oder einen Ansprechpartner. Das war so lange, bevor ich am IGPP war, ja. Und habe dann also gefragt in der Universitätsbibliothek, und dort hat man also ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs gehabt. Da hat man gesagt, also ja, gibt es, ist in der Josefstädter Straße 32, glaube ich, untergebracht, also als Vereinssitz bei der Frau Wassilko-Serezki. Also üblicherweise sagt man Gräfin Wassilko-Serezki, wir wissen alle, dass die Adelstitel abgeschafft worden sind, aber nachdem sie so sehr eine Zeit lang also recht aktiv in Deutschland war, dort hat man sie immer als Gräfin tituliert und so tritt sie auch in der Literatur auf. Und ich belasse es also dabei. Und dann bin ich so hingegangen, habe da geschaut, irgendwann hingegangen, habe da gesehen, was weiß ich, Sprechstunde dann und dann. Also habe ich mich dann zu Das war diesem ein Verein oder ein Institut für paranormale Forschung. Was war das eigentlich? Oder war es privat? Lass mich das schon Okay, langsam. so sorry, Ich wäre sorry. gerade dabei, Okay, wunderbar, gerne. das zu erzählen. Also, wie gesagt, ich bin einmal zu der Wohnungstür gegangen und habe dort ein Schild gesehen mit Sprechstunden dann und dann und habe mich also zu diesem Zeitpunkt dann zu einem wirklichen Besuch eingefunden und habe dort die Gräfin Wassilko kennengelernt, die am Anfang sehr reserviert war, außerordentlich reserviert. Und ich bin dann später auch drauf gekommen, oder sehr bald drauf gekommen, warum. Es hat also gerade kurz vorher einen großen Krach in der Gesellschaft gegeben. Kann ich auch erzählen. Aber jedenfalls damals ist sie ausgetreten. Das heißt, sie war also sozusagen gar nicht mehr die offizielle Ja. Ansprechperson. Aber Offiziell. wie hieß die Gesellschaft, nur damit wir wissen, wovon wir reden? Ja, damals, ich habe einmal gesagt, Gesellschaft für Parapsychologie. Ganz genau sage, hieß die Gesellschaft damals Österreichische Gesellschaft für psychische Forschung. Das ist abgepasst von dem englischen Psychical Ja, Research. ja. Und die Umbenennung auf Gesellschaft für Parapsychologie ist dann viel später erfolgt, 1971. Okay. Und da habe ich also, wie gesagt, mit der Gräfin Wassilko begriffen, dass es da gerade einen furchtbaren Streit gegeben hat und so. Und die Leitung der Gesellschaft ist damals übergegangen an den Professor Hoffmann von der Technischen Universität, hat das Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik gehabt. Ja, das war's. Und dann habe ich natürlich einerseits mit der Gräfin Wassilko weiterhin Kontakt
Ja, und sie war so, wie gesagt, am Anfang sehr, sehr reserviert, weil sie sich wahrscheinlich gedacht hat, ne, da kommt vielleicht wer von der jetzigen Gesellschaft oder so, irgendwie. Aber wir haben uns dann also sehr gut verstanden. Sie war ein sehr eigenartiger Mensch. Aber wie gesagt, wenn man sich ein bisschen in ihre Art und so hineingefühlt hat, war es durchaus okay. Und sie Viele Leute haben sich also darüber beschwert, dass er so also sehr rechthaberisch sei und so fort. Ich muss also sagen, persönlich, wenn ich ihr irgendwas nicht geglaubt habe oder widersprochen habe oder was, sobald ich das argumentativ unterstützt habe, war das okay. Ja? Also Leute, die halt nur opponiert haben oder so, ohne Begründung, da war sie also sehr, sehr strikt. Persönlich kann sie überhaupt nichts Negatives über sie sagen. Hat sie nur gesammelt oder hatte sie selber Erfahrungen, weil du das so betonst? Natürlich, also natürlich, ja. Hatte sie nur bitte ihre, es ist so, wir sprechen jetzt in verschiedenen Richtungen, Ja, aber ich ja. werde also gerne das jetzt einmal ausführen. Bitte, bitte. Ich sage, die Gründung der Gesellschaft war 1927 und die Gesellschaft ist herausgewachsen aus einem Studienkreis um ein rumänisches Medium. Also Medium ist eine Bezeichnung für Personen, die halt da speziell sensitiv sind, spezielle Eigenschaften haben. Wenn ich jetzt noch eine weitere Front aufmache, so kann ich sagen, der Begriff Medium, das Wort Medium, kommt vom Spiritismus her. Den Leuten, die glauben, man steht in, oder man kann in Ja. Verbindung stehen mit den Verstorbenen, von mit den Seelen oder Geistern der Ja. Verstorbenen und die Kognition sprechen durch oder schreiben durch die Vermittlung eines lebenden Menschen. Und diese Vermittler, die nennt Ja. man Medien. Also gut, jetzt Terminus ist erledigt. Das Medium damals, dieses Bauernmädchen, hieß Eleonore zu Gun und damals heißt 1912, 1913. Und das war so ein ganz großer Spukfall in Rumänien. Knapp an der Grenze der vormaligen Bukowina. Nein, ich habe einen Blödsinn gesagt. Ich habe gesagt 1912, 1913. Ich habe das kontaminiert mit dem Lebensalter des Mädchens, die war damals 12, 13 Jahre. Wir reden von 1925, Ja, ja. okay. 1925. Also 12-jähriges Kind, also weiß ich, Frühpubertät oder so etwas, 1925. Und da sind allerhand Phänomene erschienen. Dinge sind durch die Luft geflogen und so fort. Und das ist so das Dorf, wo das sich abgespielt hat, ist also ein ganz, ganz, ganz einfaches Dorf. Ich war mal dort vor auch schon wieder 20 Jahre her. Und ich kann mir vorstellen, also weitere 50 Jahre vorher oder was. Also das ist. Also, es gibt es halt einfach bei uns nicht mehr, wie einfach und primitiv das war. Und so war natürlich auch die Denkungsart der Leute. Und man hat sie dann also zunächst in ein Kloster gebracht zur Beobachtung und dann war es eine Zeit lang im dortigen psychiatrischen Krankenhaus zur Beobachtung. Zum Teil sind die Phänomene weitergegangen. Niemand hat so richtig gewusst, was man mit ihr anfangen soll. Ein deutscher Parapsychologe namens Ingenieur Grunewald. Der Grunewald ist also dorthin gereist im Auftrag einer einschlägigen Zeitschrift und hat es also dokumentiert, hat er zwei oder drei Artikel geschrieben und bevor er diese Arbeit abgeschlossen hat, ist er gestorben. Plötzlich Magenblutung, aus, weg. Und in dem Moment hat also dann sozusagen die Gräfin Wassilko die Szene betreten. Und warum, das kann ich auch gleich erklären. Ihre Familie stammt aus der Bukowina. Also die vormaligen Freiherren und dann eben Grafen von Wassilko, die waren also Generationen hindurch. Also die Statthalter der Provinz und so weiter. Irgendjemand hat sie genannt, die ungekrönten Könige der Bukowina. Und die Güter der Familie waren ein Fideikommiss, das heißt also nur der älteste Sohn erbt alles.
Und die anderen werden ausgesteuert oder kriegen eine Apanage, müssen sich also selber um irgendetwas, um ihren Lebensunterhalt besorgen. Und so war es also mit dem Vater der Gräfin Wasilko, der dann also ist nach Wien übersiedelt und war Jurist, war dann im Ersten Weltkrieg als Reserveoffizier eingesetzt, schwer verwundet, Jurist im Innenministerium, Ministerialrat und so fort. Aber wie gesagt, das ist die lokale Bindung. Und der Spukfall ist also gerade in Rumänien. Bukowina war das ostwärtigste Kronland von Österreich-Ungarn. Und Rumänien war also ein anderes Land. Und direkt an der Grenze, also in Sichtweite der Grenze, ist dieser Spukfall aufgetreten. Und natürlich hat die Gräfin Wasilko sich sehr interessiert für etwas, was praktisch in ihrer unmittelbaren Heimat, also wenn man von der Staatsgrenze absieht, aber vom Kulturraum und so weiter in ihrer unmittelbaren Heimat los ist. Und ist also dorthin gereist. Sie hat natürlich auch Rumänisch gesprochen, wie sie gesagt hat, das ist ein schlechtes Rumänisch, eher das, was sie als Kind gelernt hat, dazu, aber immerhin genug, um sich verständlich zu machen. Und hat sich das also 14 Tage oder so angeschaut, Kontakte geknüpft und hat gesagt, also dort an Ort und Stelle zu beobachten ist schwierig, hat sich entschlossen, das Mädchen zu sich nach Wien zu nehmen. Da gibt es also dann solche Episoden wie bei dieser Reise nach Wien, was das erste Mal, dass die Kleine Schuhe angehabt hat. Bis dahin war sie also bloßfüßig gelaufen und so fort. Also man kann sich diese Ärmlichkeit dort kaum vorstellen. Ja, und dann hat sie also ungefähr knappe 2 Jahre die Gräfin mit dem Spukmedium zusammengelebt im selben Haushalt. Nicht nur im selben Haushalt, im selben Zimmer. In ihrem Schlafzimmer, da hat man also einen Vorhang gemacht, damit eine gewisse Privatheit gegeben ist. Aber sie hat doch aus unmittelbarer Nähe Phänomene beobachten können, studieren können. Und sie hat also da ungefähr, ich glaube, 4.700 Einzelfänomene registriert, beziehungsweise Mitarbeiter von ihr in den meisten Fällen, dass sich Dinge bewegt haben, geworfen worden sind und so fort. Und ich habe mir das einmal angeschaut im Namen eines Studienprojekts und habe also alles sozusagen eliminiert, was nicht entweder von zwei Zeugen oder ganz besonders gut dokumentiert ist. Zum Beispiel, dass es sich also im direkten Sichtfeld abgespielt hat und nicht irgendwo an der Peripherie des Sichtfelds. Und dann bin ich immer noch auf circa 850, also gute, solide Fälle gekommen. Natürlich war die Gräfin Wasilko nicht allein. So, und jetzt vertritt jemand anderer die Szene. Es gab ja während der Zeit natürlich andere Fälle auch, die berühmten Medien Willi und Rudi Schneider. Und die sind damals, also haben die Zeitungsspalten gefüllt. Man hat sich damals weit, weit mehr dafür interessiert, als das heute der Fall ist. Und eben die Brüder Schneider. Vor allem der Willi Schneider, der Ältere von den beiden, war sozusagen Tagesgespräch, zumindest also im Spiegel der Journalisten. Und da hat der Professor Wettstein, den kennen viele, vielleicht also die jüngste Generation nicht, aber diejenigen, die noch den Schilling als Währung erlebt haben, die kennen den Wettstein davon, dass er auf der 50-Schilling-Note abgebildet war. War Botaniker. Und war zu dem Zeitpunkt Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften. Und in dieser Autorität, als Sprachrat der Akademie der Wissenschaften, hat er quasi die Forderung aufgestellt, da müsste sich ja mal ein Physiker die Sache anschauen. Und das war dann der Professor Thiering. Gibt es auch zwei, Vater und Sohn, Hans Thiering der Hans ist der uns jetzt im Moment interessiert. Der Hans Thiering, beide, wie gesagt, theoretische Physiker, hat dann also eigene Experimente mit den Brüdern Schneider unternommen und natürlich viele Kollegen aus der akademischen Welt herangezogen, teilweise Physiker, teilweise Psychiater, also zum Beispiel den Oberarzt Dr. Holub vom Steinhof. Und da gab es also eine ganze Reihe von
Untersuchungen. Du hast gesagt, du wirst auf die Website verlinken. Auf der Website, auf die du dann verlinkst, sind zum Beispiel einige als Zuckerl für die Geschichte der Parapsychologie in Österreich, sind einige dieser Satirikartikeln, kann man dort downloaden. Aber was ich so deinen Worten entnehme, ist etwas, was mir so nicht bewusst war. Ich wusste, dass um 1900 mit Spiritismus und so weiter sehr viel, zumindest Interesse war an diesen Dingen. Mir war aber nicht bewusst, dass sozusagen über die Jahrzehnte durch Wissenschaftler verschiedener Richtungen doch ein Interesse an paranormalen Phänomenen existiert hat und die auch auf die eine oder Art erforscht wurden. Also eine Kontinuität über Jahrzehnte. Das war mir in dem Fall nicht bewusst. Ja, das ist ja ganz gut, dass ich das erzähle Ja, und ja, ja, bewusst ja. mache. Und diese zwei Dinge, also sozusagen die Gruppe rund um Thiering oder so und die Gruppe Wasilko, dieser Zukunftsstudienkreis, die sind sozusagen personal dann zusammengeflossen. Und 1927 hat man sich also dafür geeinigt, eine eigene wissenschaftliche Gesellschaft zu gründen, die sich speziell der Erforschung solcher Phänomene widmet. Und Thiering war der erste Präsident, der Gründungspräsident, der Vizepräsident war Hans Hahn und die Generalsekretärin war die Gräfin Wasilko. Von dann an für die nächsten 38 Jahre, bis es, wie gesagt, dann diesen Eklat gegeben hat. Der Hans Hahn, zu dem möchte ich auch noch etwas sagen, der Hans Hahn war Mathematiker und war so einer der Exponenten des berühmten Wiener Kreises. Also der Wiener Kreis ist, weil so seiner weltanschaulichen Ausrichtung nach total antimetaphysisch. Und es ist vielleicht überraschend, dass sich Persönlichkeiten des Wiener Kreises da auch sehr engagiert haben in der parapsychologischen Der Name Forschung. sagt mir was, war der nicht Physiker? Der Hans Hahn? Hahn war Mathematiker. Mathematiker, ja. Aber der Name sagt mir was, ja. Ja. Also aber ein sehr berühmter, Ja, also ja, 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 innerhalb der Mathematik, ja. ja. Sehr berühmt. Also zum Beispiel der Professor Sigmund, Professor der Mathematik, also bis vor wenigen Jahren mittlerweile emeritiert, der hat durch ihn auf Hahn angesprochen und gesagt, ja, mein großes Vorbild. Also der Hahn, das war schon jemand. Und zufälligerweise war der Hans Hahn und also dazugekommen mit der Pontius ins Credo, derjenige, der in einer bestimmten Phase am Anfang, also wie die Eleonore nach Wien gekommen ist, die allermeisten Phänomene erlebt hat, mitgemacht hat. Also ich habe meine Statistik gemacht, ja, das beim Hahn ein solcher Ausschlag. Die anderen sind also bei die Säulen der Anzahl, die Säulen im Säulendiagramm, die wiedergeben, wie viele Phänomene in der einzelne Beobachter in einem bestimmten Zeitraum miterlebt hat. Diese Säulen sind alle ganz klein und beim Hahn ist also ein Ausreißer. Wie gesagt, ein Zufall, ein Zufall. Aber natürlich, Zufall allein ist es nicht. Also es ist schon natürlich auch die Frage der Persönlichkeit, Ja, also ja. irgendwie, Ja. ja, zumindest, dass er nicht sozusagen nicht abschreckend wirkt. Nicht? Gut, und du bist dann eingestiegen eben in der Nachkriegszeit, in der späteren Nachkriegszeit. Also die große Zeit, die große Zeit dieser Forschungsrichtung war also sicherlich die Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Paradigma sozusagen total verändert, nicht? Also immer schon, jetzt muss ich ein bisschen von der theoretischen Seite herkommen, damit sich die einzelnen Gesichtspunkte vernetzen miteinander. Also grundsätzlich unterscheiden wir zwei Phänomengruppen, nicht? Die einen sind rein psychisch, also zum Beispiel Telepathie. Es fällt dir etwas ein, was eigentlich zu meinem Psychismus gehört. Natürlich, also in unserer Situation hier, wenn wir reden gerade, ohne dass wir einen normalen Kontakt haben, nicht. Und Präkognition vermutlich und Ja. sowas. Ich wollte sagen, manche Leute sagen zur Telepathie, Gedanken übertragen, ist ein ganz schlechtes Wort, passt. Aber also das ist diese eine Gruppe. Also rein mental und gleichzeitig passiv, rezeptiv, aufnehmend. Und die andere Gruppe ist
in die Umwelt hineinwirkend. Also zum Beispiel Dinge bewegen, natürlich Dinge bewegen ohne Einsatz der Muskulatur, ohne Einsatz der normalen Motorik. Also darum sagen wir einerseits außersinnliche Erfahrung und andererseits außermotorische Aktivität. Ja, also Telekinese und so. Richtig, Telekinese, ja. Jetzt ist es so, dass es das Wort Telekinese gibt und es gibt das Wort Psychokinese. Ja. Und was ist da der Unterschied? Also Telekinese gehört zu diesem älteren Paradigma und das ist also dann abgelöst worden. Bei der Telekinese ist also die Vorstellung, dass da vielleicht eine gewisse Ausscheidung von Substanzen aus dem Körper des Mediums, Ektoplasma, verantwortlich ist. Und bei Psychokinese, das dann der Amerikaner Ryan eingeführt, zwar vor dem Krieg, aber im deutschen Sprachraum ist das also praktisch erst nach dem Krieg rezipiert worden. Der spricht also da von einer direkten Einflussnahme. Auch ein Modell, das heute längst überholt ist, aber das nennt er also Psychokinese. Ja, die Medien der Zwischenkriegszeit, die Medien, die also tolle Dinge, tolle Phänomene gezeigt haben. Wobei man natürlich immer im Einzelfall diskutieren muss, ist das echt, ist das gut genug, genau genug beobachtet und so weiter. Aber damit er so den Gedanken weiterführen kann, nehmen wir mal an, es ist so. Also das ist zu einem Ende gekommen. Ich habe aus gegebenem Anlass die Situation bei den Brüdern Schneider, der Beginn der Medialität der Brüder Schneider bisschen jetzt angeschaut. Das war also zu einem Zeitpunkt, gerade nach dem Ersten Weltkrieg. Das hat sich also so entwickelt, der Vater Schneider war also ein Maschinenmeister in einer Druckerei, also offensichtlich ein Setzer. Ja, es gab ja damals den Setzer und den Drucker, das sind zwei verschiedene Berufe. Und der Setzer ist natürlich der höherwertige. Und als Maschinenmeister war er sozusagen dort der, weiß nicht, Chef vom Dienst, wenn ich das so sagen darf. Also ein angesehener Mann und gewohnt hat die Familie in demselben Haus oder im Nachbarhaus. Das ist also historisch, aber es ist egal, nicht? Jedenfalls haben sie also zu dem Arbeitsplatz eine enge Beziehung gehabt. Und in dem Haus gab es also die mit der Druckerei verflochtene Buchhandlung und Papiergeschäft. Und es ist also aufgefallen, dass in diesem Papiergeschäft jetzt ein großer Rand war auf Backpapierbögen, große Bogen von Backpapier. Und man hat sich also, die Schneider haben sich natürlich jetzt informiert, wer braucht wofür so viel Backpapier. Und da ist also mitgeteilt worden, das sind die Offiziere der Garnison, die brauchen das zum Tischlerrücken. Gut. Okay. Das heißt, also erstens einmal die Offiziere der Garnison 1918 bis 1920, dann nach dem Ende der KMK-Monarchie gab es die sogenannte Volkswehr, die also sehr sozialdemokratisch beeinflusst war und die dann erst 1920 abgelöst worden ist vom richtigen Bundesheer der Ersten Republik. Aber Braunau, oder wie die Braunauer selber sagen, Braunau war immer eine Garnisonsstadt, also schon in der Monarchie, dann bei der Volkswehr und dann also auch im Bundesheer der Ersten Republik. Und das Tischlerrücken war in dem Fall also nicht unbedingt ein Tisch, so wie ein Esstisch, an dem wir sitzen, sondern so ein kleiner Ja. Miniatur, ein sogenannter Planchette, So wie ja. diese Ouija Boards, Ja, diese genau, so ja. etwas. Ich weiß natürlich nicht, ob jeder, der da zuschaut, das jetzt kennt. Naja, ich glaube, die Leute kennen das eher schon mittlerweile eben Ouija Boards, weil die immer wieder in amerikanischen Serien, nicht nur Ja. mal in fantastischen Serien, immer wieder vorkommen, weil junge Mädchen das machen zum Beispiel oder sowas ähnliches. Also das sind diese, ja, Gestelle, die man auf den Tisch stellt und wo mehrere Leute die Hand drauf haben und keiner bewegt es bewusst, aber alle offenbar gemeinsam oder eben eine externe Kraft, was weiß man. Und dann bleibt das halt bei Buchstaben stehen oder bei Fragen oder bei Zahlen. Und da kann man halt Fragen stellen und daraus ergibt sich dann die Oder, Antwort. ja, ganz richtig. Oder man ersetzt eines der drei Beine durch einen Bleistift Ja. und schreibt das Ding. Dann ist Ja, es ein genau. Schreibtischchen.
Genau. Und nach manchen Berichten gibt es dann aber auch Fälle, wo das dann auf dem Tisch und dass der Tisch sich dann sogar in die Höhe hebt. Das sind aber dann die ganz speziellen Fälle. Ne? Das ist es. Genau, das ist völlig richtig. Und also die Schneider haben erfahren, die Offiziere machen das zum Vergnügen. Und da haben sie sich gesagt, das können wir auch probieren, zum Vergnügen. Also das ist einmal der erste Punkt, den ich festhalten möchte, zum Vergnügen. Da ist es locker hergegangen. Das war so nicht verbiestert ein wissenschaftliches Experiment. Es war kein Erfolgsdruck, man hat sich eigentlich gar nichts erwartet. Und es ist was aufgetreten. Das zweite, die Familie Schneider hatte 12 Kinder, 9 Buben und 3 Mädchen. Das Erwachsenenalter haben 6 der Buben oder 6 der männlichen Nachkommen erreicht. Das heißt also Vater, Mutter plus 6 Kinder, 8 Personen. Wir müssen uns, oder damit ich das, wie soll ich sagen, eindrücklich genug hinüberbringe, ja, da gab es also kein Fernsehen, es gab kein Radio, es gab in kultivierten oder in feineren Familien gab es die Hausmusik, Mutter spielt am Klavier, Vater spielt die Geige, Tochter lässt Blockflöte oder was. Ich weiß nicht, ob es bei der Familie Schneider auch so war, oder man hat halt Karten gespielt, naja, und ein Kino gab es. Also grundsätzlich, es gab also nicht sehr viel Zerstreuung. Daher war es also interessant, etwas Neues zu finden zum Vergnügen, um das noch einmal zu zitieren. Und zweitens eben die Großfamilie. Also, dass da Leute, die miteinander verwandt sind, die also einander aufs Engste kennen, dass die da beisammen sind und einen gemeinsamen Plan machen, das durchzuführen. Und wenn wir uns die Situation heute anschauen, Single-Haushalte, Paare, maximal, groß und ganz gesagt, maximal ein Kind. Also, ich weiß nicht, ich glaube, 1,3 Kinder ist der Durchschnitt in Ordnung. Fernsehen, Ablenkung, jede Menge, soziale Medien und so. Es ist einfach Ja. ganz anders, ganz, ganz anders. Und das ist offensichtlich auch der Grund, weshalb damals diese Phänomene, wenn man es probiert hat, wenn man sie hingesetzt hat und probiert hat und sozusagen begabte Personen dadurch entdeckt hat, da sind sie zustande gekommen. Heute probiert es im Wesentlichen keiner. Im Wesentlichen sage ich, es gab also verschiedene Ansätze, vielleicht kennst du, vielleicht kennen manche der Zuhörer, Zuschauer das Buch Eine Gruppe erzeugt Philipp. Das Das kenne ich, glaube ich, war nicht, ja. sozusagen ein Do-it-yourself-Ghost. Die Gruppe hat sich zusammengesetzt und hat gesagt, wir erfinden jetzt einen Geist in der Art der spiritistischen Sitzung. Und jeder tut damit, dass er sich identifizieren kann, irgendwelche Eigenschaften von dem Geist Philipp erfinden, wann er gelebt hat, was er gemacht hat und so fort. Und die Gruppe hat sich getroffen, was weiß ich, zweimal in der Woche. Und ein amerikanischer Gelehrter bei Chalder hat dann also sehr viel über diese sogenannten Sitter-Groups gearbeitet. Und da sind also auch Phänomene aufgetreten, aber bei weitem nicht so großartige. Und es ist offensichtlich ein Unterschied, wenn man einander jeden Tag trifft und jeden Abend das macht, Tag für Tag. Und das war also damals bei der Familie Schneider so, Tag für Tag, jeden Abend, weil es so also wunderbar war und ein großes Erlebnis für alle war. Also eine Familie, eine ganz eng zusammengehörige Gruppe jeden Tag oder die Sitzergruppen einmal in der Woche oder alle 14 Tage einmal und Leute, die einander eigentlich wenig kennen und die sich natürlich dem gemeinsamen Interesse zusammengefunden haben. Aber das ist doch wesentlich lockerer gewesen und daher sind die Effekte also auch, also ich soll sagen, die Effekte sind wesentlich geringer. Und ich meine, dass man sagen kann, daher, dass man da also den Grund darin sehen kann.
Ich möchte dich jetzt nicht unbedingt bremsen, aber ich denke mir, wenn wir sozusagen zu lange in den 20er, 30er Jahren bleiben, kommen wir gar nicht zu vielen anderen Themen, die auch interessant wären. Ich möchte doch zu dem letzten, was du gesagt hast, einwerfen. Ich finde, dass zumindest in den letzten Jahren sich das Interesse sehr wohl wieder erhöht hat. Also es gibt jetzt immer mehr, von meiner Sichtweise, ich habe mich ja weniger mit der aktuellen Forschung beschäftigt, aber was man so als Medien, also ich jetzt nicht im Sinne von Medien, sondern als Medienkonsument mitbekommt, es gibt jetzt immer mehr Serien, zum Beispiel auf Netflix, über ein berühmtes amerikanisches Medium oder auch die Leslie Keen, die 2017 den Artikel geschrieben hat über das UFO-Geheimprogramm der amerikanischen Regierung, hat ebenfalls eine eigene Serie über paranormale Sachen gemacht. Es gibt einige paranormale Podcasts, eben auf YouTube auch. Also meins ist ja eher UFO-basiert, aber welche, die sich damit beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade jetzt wieder sehr sehr in ja wieder sehr in Mode gerät oder in Aufmerksamkeit gerät. Und daher würde ich gerne auf etwas ja, hinweisen, was du gesagt hast, oder eine Frage stellen: Warum glaubst du eigentlich, dass ich habe nämlich ein paar Ideen dazu, aber ich wollte es dich fragen, warum glaubst du nicht, dass es in der Nachkriegszeit dann nachgelassen hat? Das öffentliche Interesse und auch das vielleicht wissenschaftliche Interesse. Ja, was also sicher nachgelassen hat, zumindest bei uns in der Nachkriegs-, also nach dem Zweiten Weltkrieg, das war der Forschungsansatz, dass sich also nach wie vor dafür interessiert haben, keine Frage. Und ein gewisser Bodensatz von Personen, die sich dafür interessieren, ist also immer schon gegeben. Ja, klar. Und das Zweite, was gleich um was aufzuspringen, was du gesagt hast, Podcasts und Serien und so weiter. Ja, das ist aber auch nicht Forschung. Das Ja, ist ja, ja, ja. Popularisierung, Ja, ja. ja. Also das sind immer verschiedene Dinge. Ja Und gut, aber wobei, was ich so mitbekommen halt, gibt es schon auch Forschung. Also ich meine, das Monroe-Institut in Amerika oder eben in Virginia, die University, die sich vor allem mit Reinkarnation beschäftigt und so. Also es gibt schon, vielleicht ist es nicht rasend viel, aber doch einiges. Oder vor ein paar Jahren gab es eine Studie zwischen Amerika, England und Österreich über außerkörperliche Erfahrungen bei Nahtodes, also bei klinisch toten Menschen, die zumindest einen Hinweis darauf gebracht hat, dass sich da was tut. Also es gibt zumindest von meinem Gefühl her schon auch aktuelle Forschung, vielleicht nicht so für alle bekannt, aber doch, ne? ja, das ist natürlich, das völlig recht. Ich habe das, was ich zuerst gesagt habe, die Popularisierung halt Ja, okay. zitiert, weil du eben gesagt hast, Ja, es gibt Fernsehserien und so weiter, natürlich, ja. Serien und so weiter. Und es erscheinen also auch sehr viele populäre Bücher und sogar keine Frage. Und natürlich gibt es auch Forschung, auch keine Frage. Nur war die, wie soll ich sagen, das. Die Interaktion zwischen Forschung einerseits und Veröffentlichung der Ergebnisse und dann in weiterem Sinne Popularisierung in den 20er Jahren oder in der Zwischenkriegszeit hat anders geartet als nachher. Und es hat sich Gut. eben auch das Paradigma verschoben, weil Und eben, warum glaubst du, warum? Was glaubst du, warum? weil die Medien in dem Sinne, also die Persönlichkeiten, die medialen, Anführungszeichen, ausgestorben sind. Ah, okay. Nicht wirklich ausgestorben, sondern es Ja, ist halt ja. aufgrund dieser veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse gibt es keinen Nachwuchs mehr. Und man kann also jetzt sehr verallgemeinernd sagen, also alles, was jetzt auf dem Sektor physikalischer Mediumismus auftritt, ist Betrug, ist Schwindel. Ich hätte drei Thesen dazu, warum es in der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg weniger geworden ist. Und du sagst mir, ob eine davon zutrifft oder was du davon hältst. Die eine These ist, was du eben angesprochen hast, mediale Ablenkung. Nach dem Krieg gab es natürlich bei uns dann auch schon langsam Fernsehen und Radio und Zeitschriften und viel mehr Möglichkeiten, sich zu unterhalten oder abzulenken. Das würde passen zu dem, was du zuerst gesagt hast. Das zweite ist, es wurde ja auch sehr viel Spiritismus mit den Nazis verbunden, nicht? Es gab ja durchaus sehr viele Forschungen der Nazis im spiritistischen Bereich und die haben ja die Bundeslade gesucht und den Heiligen Gral und haben Experimente gemacht.
Und es ist vielleicht auch ein bisschen deshalb in Verruf gekommen, weil es eben so manche Sachen davon, nicht alle, eine gewisse Nazi-Punzierung gibt. Und meine dritte Idee ist, die ist eine komplett frische, die würde nämlich zu den UFO-Sachen passen. Die Amerikaner haben ja ab 47, als sie vielleicht durch Roswell und so weiter an außerirdisches Material geraten sind und dann in den 50er Jahren begonnen, alles, was nicht naturwissenschaftlich nachweisbar ist, zu stigmatisieren. Sie haben halt die UFO-Forschung stigmatisiert, aber überhaupt auch das Paranormale, während sie gleichzeitig mit dem CIA-Projekt Stargate und so weiter sehr wohl Remote Viewing und so weiter untersucht haben, haben sie es aber gleichzeitig stigmatisiert. Und das ist ja etwas, was bis heute auch bis bei uns anhält. Und ich meine, das wäre meine dritte These, dass das vielleicht auch ein Grund war, dass unsere Wissenschaftscommunity das dann auch ein bisschen belächelt hat oder nicht mehr so ernst genommen hat. Gut, ich habe es gehört. Der erste Punkt ist das. Ich habe nicht, ich hab nicht, es ist, muss das vielleicht ein bisschen präzisieren, damit es nicht falsch rüberkommt. Ich habe nicht gesagt oder nicht gemeint, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg weniger geworden ist. Immer darauf an, dass es anders geworden ist, dass sich die Dinge verlagert haben, dass das Interesse in der Zwischenkriegszeit war insbesondere der physikalische Mediumismus, das Interesse, das von Rhine ausgeht, also der schreibt sich Rhine, ein Amerikaner, das war also die statistische Methode, von der Überlegung ausgehend, wenn es eine solche Begabung gibt, dann ist sie wahrscheinlich wie jede Begabung weit gestreut. Also beim Singen ist so, manche treten auf der Opernbühne auf und andere krächzen halt so, also wenn ich singe, kann einen ganzen Chor schmeißen. Und Rhein sagt also, wenn es diese Begabung gibt, dann muss sich also ein statistischer Überhang ergeben, wenn ich nur genug Personen durch eine standardisierte Versuchsanordnung durchschleuse. Das war mal dieser große Unterschied. So, wenn du gleich also in die Gegenwart springst oder in die Ja, jüngere. das war eigentlich eher die 50er, 60er Jahre, die ich da Ja, schon. angesprochen habe. Ja, und davon geht es natürlich weiter, dass man also begonnen hat, also Helmut Schmidt, nicht der deutsche Bundeskanzler, sondern ein amerikanischer Physiker, der genauso heißt. Diese Experimente auf der Basis eines Computers zu machen, dass also zum Beispiel Karten oder Würfel nicht händisch gemischt oder dass die Zufallsabfolge nicht händisch durchgeführt worden ist, sondern eben elektronisch. Schiebeler in Deutschland wenig beachtet, hat also schon vorher etwas konstruiert, was er genannt hat, den elektronischen Würfel, der also Zufallszahlen ausspuckt. Und so fort. Ja, in Na gut, den aber gehen wir es vielleicht durch. Eins, zwei, drei, du kannst einfach Ja, Nein sagen. Ablenkung in der privaten und weniger Interesse durch die Medien dadurch. Aber du hast schon gesagt, dass vielleicht auch die Medien ausgestorben sind. Zweitens, Stigmatisierung durch die Nazi. Und drittens, Stigmatisierung durch vielleicht amerikanische Geheimdienste, die uns davon ablenken wollen, dass so etwas existiert. Nur einfach Ja, Nein, hältst du das für wahrscheinlich oder nicht? Ja. Wenn ich schon Ja, Nein sagen soll, dann möchte ich das schon begründen Ja, dürfen. natürlich, begründen darfst du schon, aber sag trotzdem ja, nein. Du bist ein bisschen schwer zu fassen manchmal. Ja, also wie gesagt, das Erste ist einfach eine Umlagerung. Es hat sich alles geändert. Es haben sich also die Methoden geändert, es haben sich die Fragestellungen geändert. Es sind also Dinge in den Vordergrund getreten, die du jetzt also auch kurz schon erwähnt hast, das zwar eh immer schon gegeben hat, aber nicht in dieser Wertigkeit, in dieser Priorität, also todesnähe Erfahrungen, außerkörperliche Erfahrung und so fort. Ja. Und was ich also irgendwann sagen muss, wenn mir das ganz, ganz, ganz wichtig ist, und ich sage es jetzt an der Stelle, seit längerer Zeit, seit 40 Jahren, 50 Jahren gibt es also eine gewisse Professionalisierung der Parapsychologie. Und daraus entsteht eine, wenn ich so sagen darf, Zweiklassengesellschaft. Es sind einerseits dieselben Phänomene, die man immer schon studiert hat,
Und das geht dann also in die Richtung, was die Menschen, was den Mann auf der Straße draußen interessiert. Gibt es ein Fortleben nach dem Tod? Wie kommt es, dass mir etwas einfällt, von dem ich nichts gewusst habe und was weiß ich, was meine Frau gerade gedacht hat oder so? Bei mir treten merkwürdige Phänomene auf. Es klopft da oder dort. Also immer diese eh traditionellen Phänomengruppen Ja. ist das eine. Und das kocht auf einem bestimmten Level weiter. Und das andere ist also sozusagen die akademische Parapsychologie, wo dann also die Frage gestellt wird, haben wir quantenphysikalische Ansätze, die diese Phänomene erklären können? Gibt es also nur den Zeitpfeil, der in einer Richtung geht, oder gibt es also vielleicht auch Phänomene, die zeigen können, dass der Zeitpfeil manchmal verkehrt Ja. herumgeht? Kann ich vergangene Dinge beeinflussen? Normal sage ich, die Zukunft ist das, von der er also alles beeinflussen kann, aber nichts wissen kann. Ja. Die Vergangenheit ist das, wo ich alles weiß, aber nichts mehr beeinflussen kann. Und da ist also jetzt die Fragestellung, aber das ist in einem mikrophysikalischen Bereich. Kann ich vielleicht Dinge aus der Vergangenheit beeinflussen? Retro-PK heißt das. Und das ist also alles halt. Da gibt es, glaube ich, ein paar quantenphysikalische Experimente, soweit ich Ja, weiß. gibt's. Und das ist halt alles, wie soll ich sagen, spröde und nicht zugänglich. Und das ist also nicht das, was die meisten Menschen interessiert. Ne? Das, die der Parapsychologie begegnen, die wollen also eher das Handfeste. Und darum sage ich es, es hat sich entwickelt eine Art Zweiklassen-Parapsychologie. So, und der nächste Punkt war die Geschichte mit den Nazis. Das wird überbewertet. Das ist also total überbewertet. Natürlich hat es also da einzelne Personen gegeben, im Wesentlichen war es also Himmler Ja. und in seiner Folge also das Ahnenerbe Ja. und die SS hat also die Expedition nach Tibet ausgerüstet und so weiter. Ja, ist alles bekannt, aber das hat also keinen großen Stellenwert für die Parapsychologie. Und war, Natürlich. glaube ich, auch nicht so bekannt in Wirklichkeit, ne? Ich War meine, damals nicht in bekannt? der Ja, okay, Öffentlichkeit. Entschuldigung, ich habe gesagt, ob das alles bekannt Nein, nein, ich meine, nein, nein, ich habe, das war damals war keine es nicht, Korrektur, sondern nur ja, eine Einschätzung. damals war es nicht bekannt, Ja. war es Insiderwissen Ja. dieser Gruppierungen. Heute für Leute, die sich dafür interessieren, liegt also sozusagen alles offen, gibt es eine Reihe von Publikationen dazu, viele unseriöse, einige wenig seriöse, aber das prinzipiell alles unter Anführungszeichen bekannt. Wird also als Thema wahnsinnig überschätzt, weil es überhaupt eine gewisse, soll ich sagen, ich habe das Gefühl, dass man in unserer Gegenwart von verschiedenen Aspekten aus, Antisemitismus, Rassismus und so weiter, wie das Kaninchen vor der Schlange auf die NS-Zeit Ja, hinblickt. ja, 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 Als ja, ob ja. diese 12 Jahre in Deutschland, diese 7 Jahre Ja. bei uns der Angelpunkt der Weltgeschichte gewesen. Nur ein kleines Base dazu, was mir nämlich jetzt eingefallen ist. Das gilt ja nicht nur für das Paranormale, das gilt ja auch eben für die UFO-Forschung. Vielleicht haben ein paar Wissenschaftler irgendwo, während sie Raketen gebaut haben, auch versucht, irgendwas Antigravisches zu bauen. Aber dass sie da eine Glocke gebaut haben und dann schon herumgeflogen sind und was weiß ich was, das halte ich in den paar Jahren für vollkommen unmöglich. Und da habe ich schon Stationen am Südpol und ich weiß nicht was alles. Oder auch diese Sachen mit den Drogen, die sie genommen haben und Hitler war auf Kokain und die ganzen Blitzkriegssachen. Das ist alles irgendwie spannend, nicht? Das ist alles irgendwie sexy auf eine unangenehme, auf eine, ja, weiß ich, wenn man sich einen Horrorfilm anschaut, interessiert man sich natürlich auch für dieses ganze Nazitum. Wie du richtig sagst, das waren ja nicht einmal so viele Jahre. Und so viele Geschichten, wie man darüber hört und liest, gehen sich gar nicht aus in dieser Zeit. Und das gilt dann wahrscheinlich auch fürs Paranormale, ne? So ist es. Also den Punkt haben wir auch abgehakt. Ja. Das war jetzt der Okay, dritte das war Punkt. es nicht. Was war dein Der dritter Punkt? dritte war, ob die Amerikaner, die ja aktiv versucht haben, UFO und paranormale Dinge in den USA in Verruf zu bringen und eben auch aus der universitären Forschung herauszuhalten, ob die das vielleicht, also dieser entweder aktiv auch in Europa gemacht haben oder ob diese Art der Lächerlichmachung sich vielleicht auch bei uns einfach, ja, durchgesprochen hat sozusagen. Die Lächerlichmachung, wie du sagst, die hat es immer gegeben.
hat es immer gegeben. Die hat es schon, ach, was soll ich sagen, vor der letzten Jahrhundertwende, in den Ja. 90er Jahren, kann man das also schon nachweisen. Oder zum Beispiel der berühmte Crookes, der die Crookesche Röhre entwickelt hat. Sind wir also 1870 oder so. Da hat man damals den Spruch in den USA, in UK, entschuldige, in Großbritannien, geprägt. Wenn sich der Crookes dieser Sache annimmt, dann kommt Licht in die Sache. Ubi Crookes, ibi Lux. Reimt sich. Ubi Crookes, wo der Crookes ist, ibi Lux. Und dann hat er sich dieser Sache in der Tat angenommen, hat Experimente gemacht mit verschiedenen Medien, ist zu positiven Resultaten gekommen und daraufhin war er sozusagen stigmatisiert als ein Gläubiger, der ist also auch dem Aberglauben anheimgefallen und so fort. Und das ist also etwas, was also durch die ganze Forschung hindurch nachweisbar ist. Ja, Gut. das ist es. Ich habe es also Ja. in den 20er Jahren. Ja, der Turing, das war so ein Ja. großer Gelehrter, aber wie er dann darüber gegangen ist, sich mit Parapsychologie zu beschäftigen, Ja. da ist dann nichts mehr aus ihm geworden. Ja, Und ja. dort hat dann auch nichts mehr veröffentlicht. Und Ja. dann hat er sich auf die Politik verlegt als Angehöriger des Bundesrates und hat also diesen Turing-Plan gehabt, Abrüstung und so weiter. Aber du Und sagst, die parapsychologische Forschung, also ich sage immer parapsychologisch, das ist falsch, ne? Ich muss eigentlich sagen, paranormale Forschung, was wäre der richtige Bericht? Na, egal. Jedenfalls, die Forschung, hast du gesagt, hat sich dann sozusagen von der Öffentlichkeit ein bisschen von der Wahrnehmung entzweit und hat auch große Fortschritte gemacht. Und darauf würde ich jetzt auch noch gerne kommen. Es ist so, ich habe mich auch schon immer für dieses Thema interessiert, aber nicht sehr aktiv und vor allem nicht, genau wie beim UFO-Thema, dass ich auch immer nur passiv verfolgt habe und erst in den letzten Jahren, weil sich da so viel getan hat, mehr aktiv aufgegriffen habe, eben durch das UFO-TV oder durch Artikel im Standard und so weiter. Ich habe mich aber passiv immer dafür interessiert. Ich habe jetzt ein bisschen in meiner Bibliothek geschaut. Ich habe Bücher gefunden aus den 80ern, das sieht man jetzt nicht, das ist durchscheinend wegen dem Greenscreen, aber es gibt da Bücher aus den 80er Jahren, es gibt Bücher aus den 70er Jahren. Und offenbar sind das, ich habe die damals, also ich habe sie nicht in den 70er Jahren gelesen, aber dann in den 80er, 90er Jahren gelesen. Und da wurde quasi damals schon Beispiele gebracht, wo viele paranormale Effekte, eben zum Beispiel vor allem Telepathie und so weiter oder auch teilweise Präkognition, bereits damals bewiesen wurde oder vielleicht auch wirklich bewiesen, nicht einmal unter Anführungszeichen. Und man kann also sagen, seit ungefähr 50 Jahren, zumindest wenn ich auf meine bescheidene Lektüre blicke, seit 50 Jahren oder so sind viele von den paranormalen Vorgängen wie Telepathie und so weiter de facto bewiesen. Warum hat sich das nicht durchgesprochen? Warum glauben heute bis heute Leute, dass es da nichts Handfestes gibt? warum? Warum? Weil es hartgesottene Skeptiker gibt, die Literatur gar nicht lesen. Also von vornherein, das ist so wie, das weiß ich nicht mehr, irgendeine, bei einer, ja, ich weiß schon, beim Galilei, wo also die Kardinäle gesagt haben, wir schauen nicht durch das Fernrohr, weil Ja. wenn wir da durchschauen, dann sind wir schon dem Teufel verfallen. Ja, Und das ja. ist genau dieselbe Denkweise. Ich wollte da noch was anderes sagen, aber es Bitte. gehört, passt eh dazu. Also es gibt das, diese gegenwärtige Situation, insbesondere in den USA, angesprochen hast, da gibt es halt eben auch diese zwei Parapsychologien, die volkstümliche oder diejenige, die sich also den traditionellen Fragen widmet, und die andere, akademische Parapsychologie, die an der vordersten Front der Forschung ist. Also, wie wir gesagt haben, die paranormalen Phänomene verglichen mit oder daraufhin befragt, ob die Quantentheorie einen Erklärungshorizont dafür bietet. Im Wesentlichen verständlich eigentlich nur für Physiker, beziehungsweise wenn man sich halt da entsprechend einarbeitet und das aus einem normalen der Physik, in der physikalischen Ausbildung fehlt, wenn man das also nachholt. Also diese zwei unterschiedlichen Levels, und das Ja. ist also sehr stark. Und das wissenschaftliche
Leben spielt sich ja in der Regel in den Zeitschriften ab, wo so Neuigkeiten berichtet werden. Und dass die wissenschaftlichen Zeitschriften werden vom großen Publikum nicht gelesen. Das sind also natürlich, das Publikum wird erreicht entweder durch Bücher, so wie die, die du da jetzt eingeblendet hast, oder halt durch Interviews, durch Podcasts und so weiter. Und da gibt es natürlich auch sehr gute Serien. Also der Jeffrey Mischloff macht Ja. seit 40, 50 Jahren oder was, so etwas, wenn man sich Den höre ich anschaut. mir sehr, sehr gerne an. Also das ist auf YouTube gibt es hunderte Videos von ihm. Ich sage das gleich, New Thinking Aloud heißt das. Das werde ich vielleicht auch mal verlinken. Und der hat es ja geschafft, den einzigen Doktortitel in Parapsychologie zu bekommen in den USA, glaube ich, durch einen geschickten Schachzug. Ist er jetzt Doktor der Parapsychologie, soweit ich weiß. Aber ja, genau. Also das ist gut, wenn du das verlinkst, das würde ich unterstützen. Ja. Der Charles Tart hat also zig, wie soll ich sagen, Vorlesungen auf Video. Da gibt es sehr, sehr viel Material. Auch das von mir vorhin genannte IGPP in Freiburg hat einen eigenen Kanal. Und da gibt es also in der Regel alle 14 Tage ein Kolloquium und die werden also auch betreibt und recorded, wie man schon sagt, aufgenommen und sind verfügbar. Aber das ist eben nicht das, was ich, das ist ja auch schon alles für Leute, die sich ja schon ein Vorinteresse mitbringen. Und das sind die Leute, die man eh nicht mehr überzeugen muss. Die schauen sich ja von selber was an. Und deine Frage ist, wie sieht es aus mit Wissenschaftlern, Mainstream-Wissenschaftlern, die also da bisher keinen Zugang haben? Und diese Ablehnung, die ist also immer schon gegeben, nicht? Also, wenn jemand Wissenschaftler sagt, wie soll man das vorstellen, dass einer verlässt den Körper, na, so ein Blödsinn, das soll man Naja. lernen. Aber das ist manchmal auch nur, wie soll ich sagen, vorgeschoben, weil es gibt ja auch viele Wissenschaftler, von denen man weiß, dass sie hinter vorgehaltener Hand sehr wohl sich für diese Sachen interessieren. Also der Jacques Vallée hat das der Invisible College genannt. Also Ja. Akademiker, die sich sehr wohl untereinander damit beschäftigen. Und es gibt ja auch immer wieder Leute, wie sagen wir mal, den Quantenphysiker Anton Zeilinger, von dem man zumindest durch Andeutungen in seinen Gesprächen und Interviews Hinweise sieht, dass er durchaus auch dazu geneigt ist, paranormale Phänomene ernst zu nehmen. Ja, nimmt er durchaus ernst. Das kann ich unterstreichen. Aus persönlichem Kontakt her. Aber was wir aber jetzt machen, wir reden eigentlich nicht über Parapsychologie, sondern über Ja. Wissenschaftssoziologie. Na, ich wollte eigentlich nur wissen, warum es Alles nicht ist völlig durchgedrungen ist. richtig. Wenn es schon einigermaßen gute Beweise gibt, und ich glaube, dass es die gibt, wieso sich das noch immer nicht durchgesprochen hat, das oder noch immer nicht ernst genommen wird, was sehr eigenartig ist. Um ein kleines Zitat, die University of Virginia beschäftigt sich jetzt seit 40 Jahren oder sowas mit Reinkarnationsfällen. Und der führende Professor, der mir jetzt nicht einfällt, ist dafür zum Beispiel nach Indien gefahren, wo das offenbar kein Problem ist, und da ist jeder Zweite, kann sich an irgendwas erinnern, sage ich jetzt einmal, und hat also tausende Fälle, gut dokumentierte Fälle gemacht, wo jemand sagt, ja, ich komme aus dem Dorf ursprünglich, als ich in meinem früheren Leben dort, und dann ist er hin und hat Vergleiche gemacht und später auch in Amerika. Und was mir aus meiner Beschäftigung mit dem in Erinnerung geblieben ist, er hat gesagt, wenn Leben nach dem Tod und Reinkarnation ein Medikament wäre, hätten wir jetzt zehnmal genug Beweise, um eine Zulassung bei der Food and Drug Administration zu bekommen. Also wir hätten genug, um ein Medikament auf den Markt zu bringen. So stark ist unsere Beweislast, dass es funktioniert. Und trotzdem scheinen die Leute das nicht wahrzunehmen oder abzulehnen oder was auch immer. Ja, bewegt sich sozusagen alles in einer Blase. Vielleicht darf ich das eine, was du gesagt hast, ergänzen. University of Virginia, da war so Jahrzehnte der Ian Stevenson tätig. Kann sein, dass du den gemeint hast. Der ist also Mag sein, ja. vor einigen Jahren verstorben. Ja, Und wahrscheinlich, ja. dann ein Gelehrter, der so uns dadurch näher steht, weil er natürlich sich auch im deutschen Sprachraum sehr engagiert hat. Das war der Erlendur Haraldsson, der jetzt also auch vor wenigen Jahren verstorben ist.
Also das sind vielleicht die zwei bekanntesten Persönlichkeiten auf diesem Forschungsgebiet. Insgesamt sind es circa 15 Personen, die da aktiv forschen. Und die Dinge, die du erwähnt hast, die Erinnerungen, ja, das Kind erinnert sich, wir haben eine Fabrikation von Räucherstäbchen gehabt und das Kind kann also ganz genau erzählen aus dem vorigen Leben, weil es ist erst miterlebt hat, wie diese Räucherstäbchen hergestellt werden und wie sie dann also verpackt werden und vermarktet werden und so fort. Und da gibt es also Statistiken, wie viele Aussagen macht das Kind, von dem man annimmt, dass es also von einem früheren Leben berichtet, und wie viele davon sind richtig. Und die Größenordnungen in guten Fällen sind, was weiß ich, 15 unterschiedliche Aussagen. Und das ist auf der einen Seite ungeheuer beeindruckend, ja? 15 Aussagen von etwas, das sich auf ein früheres Leben bezieht. 15 Details, also nicht zusammengehörige Geschichten, sondern einzelne Sachen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, und da möchte ich jetzt nicht diese Forschung irgendwie schlecht machen oder so, aber ich denke mir, wenn ich also an mein Leben zurückdenke, irgendwelche signifikanten Daten, von mir ist der erste Schultag. Also ich glaube, ich kann von meinem ersten Schultag in der Gilgegasse im 9. Bezirk und so weiter mehr als 15 Items aufzählen, Ich die nicht. ich Klassenlehrerin, ich weiß nicht, die Gut, okay. Klassenlehrerin Ich geheißen nicht. hat, ich weiß, das und Ich das. kann aus meiner gesamten Volksschulzeit vielleicht 15 Dinge aufzählen. Es ist eben individuell verschieden. Also, ich Ja, meine, gut, also so aber ja. eine Zahl 15 ist jetzt schon, wie soll ich sagen, gibt Anlass zu der Frage, ist das viel oder ist das nicht viel? Ist das also etwas, was sozusagen schon einen den Beweis mehr Gewicht verleiht oder weniger Gewicht verleiht? Dann hast du immer ein paar Mal das Wort Beweis gesagt. Ja, Entschuldigung, vielleicht kannst du gleich mit aufnehmen. Nur, ich finde persönlich, nach dem, was ich so gehört habe, für mich ist das ein Beweis für irgendetwas. Es ist für mich nicht notwendigerweise der Beweis für Reinkarnation, sondern es ist für möglicherweise auch ein Beweis für Telepathie. Und das Kind fängt vielleicht von einer Mutter, von einem verstorbenen Kind Informationen auf. Oder auch der Beweis für. Du weißt eh, diese morphogenetischen Felder, Akasha-Chronik und wie das alles heißt, kollektives Unbewusstes, dass man vielleicht auch da telepathisch auf etwas zugreift, und es ist nicht notwendigerweise Reinkarnation. Aber für mich sind solche anekdotischen Beweise, wenn sie mehr als einen Faktor haben, und wenn, wie du sagst, 15 sei da der Durchschnitt, für mich ist das schon der Beweis für irgendetwas. ja, warum interviewst du mich eigentlich? Du kannst das eh alles Nein, selber nein, nein, machen. nein, du bist der Fachmann, ich bin Ja. der Aber oberflächliche ja, Astro. das ist völlig recht, ja. Ja. Im Ich Hinblick auf. habe mal eine astrologische Einschätzung meiner Konstellation von Sternzeichen gelesen. Da steht, oberflächliche Kenntnisse erwecken den Eindruck synthetischen Wissens. Das beschreibt mich sehr, sehr gut. Also ich habe oberflächliche Kenntnisse journalistischer Art, aber du bist der Experte, du kannst mir wirklich sagen, ob ich mit diesen Dingen irgendwo richtig liege oder nicht. Ja, das ist ja, also grundsätzlich, erst einmal alles richtig, was du gesagt hast, völlig d'accord, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt, welche denkerischen, welche logischen Voraussetzungen gibt es, wenn ich sage, das ist die Person, die Reinkarnation, das ist wirklich derselbe oder dieselbe Person oder dieselbe Seele oder was sich da inkarniert. Und also das geht offensichtlich nur dann, wenn man davon ausgeht, dass Körper und Geist zwei verschiedene Dinge sind. Also ich muss ein dualistisches Weltbild postulieren oder dran glauben oder was, wo sich dann immer wieder die Frage ergibt, wenn das zwei grundverschiedene Sachen sind, der Geist und die Seele, wie wirken die dann zusammen? Und daher ist also allgemein in der Wissenschaft ganz grundsätzlich eher der Versuch einer Vereinheitlichung. Das geht im Wesentlichen auf Ockham zurück, eben aus dem 12. Jahrhundert, glaube ich, was.
Enzianons und Numeranda praeternecessitatem. Also die Grundannahmen soll man also nicht vermehren, außer wenn man dazu gezwungen wird. Gummiprinzip, Sparsamkeitsprinzip. Also wenn ich vielleicht sozusagen eine Identitätsphilosophie vertrete, Geist und Körper, das ist so wie die Vorderseite und Rückseite einer Medaille und darum sind jetzt nicht trennbar, ist das also etwas, was weniger Grundannahmen hat als dieses dualistische System. Und daher ist also schon einmal der erste Punkt, weshalb Wissenschaftler eher dazu neigen, diesen Gedanken der Unabhängigkeit des Geistes, Unabhängigkeit der Seele, die sich dann gegebenenfalls wieder reinkarnieren kann, oder Unabhängigkeit der Seele, die sich durch ein Medium äußern kann oder was auch immer, bisschen reserviert gegenüberzustellen. Aber soweit ich weiß, waren Sie bisher noch nicht besonders erfolgreich, das Bewusstsein oder die Seele oder was auch immer in unserem Gehirn oder in unserem Körper zu finden. Also ich glaube, dass das noch immer nicht sehr, sehr schlüssige Ergebnisse gebracht hat, soweit ich halt höre. Ja. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich also jemand bin, der also diese Denkrichtung unbedingt verfolgt. Also ich stelle fest, es gibt sie und es gibt nur diese zwei verschiedenen grundsätzlichen Zugangsweisen. Und man muss natürlich jetzt schauen, was sich also argumentativ besser begründen lässt. Und die Frage, die du eh schon gestellt hast, wie kommt es zu diesen Erinnerungen? Schweben die Ideen da frei im Raum? Oder ist es also wirklich etwas, was mit der früheren Persönlichkeit zusammenhängt? Und solange das also schwer erklärbar ist oder schwer begründbar ist, nämlich Gründe habe ich also erwähnt, aber jetzt kann ich sagen, na gut, wie kann ich jetzt unterscheiden, welche der Hypothesen sind? Gibt es ein Experiment um Cruzis oder nicht? Ja, solange das offen ist, gibt es Schwierigkeiten. Also die Scientific Community möchte halt handfestes Material, dass also Dinge, Anführungszeichen, bewiesen werden. Und wenn etwas einmal bewiesen ist, rein logisch gibt es also die berühmte Was, weiße Krähe oder weiße Rabe. Nicht? Wenn ich einen Raben finde, der weiß ist, dann ist also die These, alle Raben sind schwarz, widerlegt. Ist aber nicht so in der Wissenschaft, vor allem in der Naturwissenschaft. Dann sagt man, naja, da könnte vielleicht irgendwas ein Beobachtungsfehler das gewesen sein. Wir wollen haben, dass das also durch mehrere Laboratorien repliziert wird. Und so. Und insofern gibt es also halt viele, viele Strömungen im Wissenschaftsbetrieb, der also mit der Parapsychologie nichts zu tun hat. Also hochrangige Wissenschaftler an anderen Gebieten, die aufgrund also all dieser Schwierigkeiten mit einer gewissen Reserviertheit der Parapsychologie gegenüberstehen. Wir Okay, ich haben verstehe. von den Dingen, die heute also im Vordergrund sind und auch in der Diskussion mit dem allgemeinen Publikum im Vordergrund sind, geht es also eigentlich immer wieder um diese Frage Leib, Seele, Probleme. Also außerkörperliche Erfahrung, dann Erfahrungen in Todesnähe, dann das, die Reinkarnation, dann die spezielle Erfahrung, die zu diesen Todesnähe, Phänomenen dazu kommt, die sogenannte terminale Geistesklarheit. Also Patienten sind also durch längere Zeiträume dement, nicht ansprechbar und so. Und dann kurz vor dem Tod wieder klar. Ja, gibt natürlich also die Metapher. Der Klavierspieler, der war weg und der ist zurück und der spielt jetzt wieder. Der Klavierspieler, der Geist. Aber diese Metapher erklärt nicht, wenn das Instrument verstimmt ist, weshalb er so lange Zeit nicht spielen hat können, wieso kann er kurz vor dem Tod spielen? Die Metapher ist schön, aber sie bringt also wirklich kein Verständnis. Und so ist es mit vielen Dingen. Bei den Reinkarnationsfällen, die einzelnen Chunks von Information, wo sind die? Wo hängen die dran? Also, und solange das also alles sehr, sehr schwierig ist,
und dass es ja keine einheitliche Theorie gibt. Das ist also einer der Vorwürfe des skeptischen Flügels bei der Mainstream-Wissenschaft. Ich verstehe genau, was du meinst, weil ich bin natürlich jemand aus journalistischem und nur aus privatem Interesse. Mir bleiben natürlich eher die anekdotischen Dinge in Erinnerung. Und eine von den Sachen, die mir im Fall Reinkarnation in Erinnerung geblieben ist, da haben sie ein, ich glaube, indisches Mädchen oder auf jeden Fall ostasiatisches Mädchen oder asiatisches Mädchen gefragt. Und die hat gesagt, sie ist gestorben. Dann ist sie in den Baum geflogen und da war sie in einem, was weiß ich was, in einer Orange, nein, halt irgendwo halt. Und dann ist sie dort gesessen und hat gewartet. Und als eine schwangere Frau vorbeigekommen ist, ist sie in die hineingeflutscht. Und westliche Fälle berichten meistens von einem Zwischenreich, in dem sie sich längere Zeit aufgehalten haben, aber wie gesagt, anekdotisch, ne? Und dann halt irgendwann mal eine bewusste Entscheidung getroffen haben, um wieder zurückzukehren. Und angeblich, das habe ich eben auch von dieser Universität irgendwann mal gehört, von einem Vortrag auf YouTube oder so, ist die durchschnittliche Dauer, bis man wieder reinkarniert, in Ländern, in denen man an Reinkarnation glaubt, sehr kurz, also ein paar Tage oder ein paar Wochen, während im Westen es offenbar sind, so ist, dass da eher ein paar Jahre vergehen, bevor die Seele wieder reinkarniert. Ich verlange jetzt keine Stellungnahme von dir. Ich finde das nur, solche Sachen finde ich anekdotisch spannend, aber mir ist natürlich klar, dass das wissenschaftlich de facto nicht zu untersuchen ist, außer Aussagen, die man halt statistisch werten kann. Ja, genauso, so ist es. Du hast völlig recht, du hast das ganz exzellent referiert. Und damit kann man also die Skeptiker nicht überzeugen. Ja, Aber genau. interessant ist es natürlich. Und ob es also in absehbarer Zeit oder überhaupt jemals dazu kommt, also einen derartigen Durchblick zu gewinnen, dass man das in eine beweisbare, das heißt in eine falsifizierbare Hypothese oder Theorie gießen kann, das ist die Frage. Entschuldige, nur zum Verständnis, es geht nicht nur darum, etwas statistisch zu beweisen, sondern es geht auch darum, eine Theorie oder eine These dazu aufzubauen, warum das funktioniert. Kann man das so sagen? Das ist das, wonach ihr eigentlich forscht als wissenschaftliche Forscher. Ja, das kann man also schon so sagen. Nur die Wahrscheinlichkeit, also gerade bei Dingen dieser Art und Weise, also wo es um persönliche Erfahrungen geht, Reinkarnationserfahrungen, außerkörperliche Erfahrungen, Todesnäheerfahrungen und so, da ist es also wesentlich schwieriger. Ja. Geht immer so im Experiment studieren kann, also wie gesagt, habe von mir aus verkehrt laufende Zeit, Ja. ist in die Vergangenheit oder so, da sind wir oder stellen wir uns vor, dass wir so näher dran sind, eine belastbare Hypothese oder Theorie zu entwickeln. Das habe ich vor kurzem auch, das habe ich vor kurzem auch von einem Amerikaner gehört. Der spricht auch davon, dass Präkognition eigentlich eher eine rückwirkende Erinnerung ist. Also sozusagen mein zukünftiges Ich mir durch die Zeit quasi etwas mitteilt. Ja? Das würde Ja. zu dem passen, was du gerade gesagt hast. Ja, natürlich, man kann das verschieden ausdrücken. Ja. Genhaf hat gesagt, dass das die Präkognition vor allem ein Blick in die eigene Zukunft ist. Jetzt kann man auch wieder sagen, statistisch oder wie soll ich sagen, nicht im Sinne eines statistischen Experiments, aber wenn ich also die Fallsammlungen statistisch auswerte, wie viel eingetroffene Rekognitionen beziehen sich auf das eigene Erleben und wie viel beziehen sich auf alle Zusammenhänge? Oder schlecht gesagt, ich sage sozusagen, wie viel vermutliche angebliche Fälle von Präkognition beziehen sich auf das eigene Erleben und wie viel auf globale Zusammenhänge? Und jetzt die Frage, wie viele Treffer gibt es in der einen Situation, wie viele Treffer gibt es in der anderen Situation? Und gibt es darauf eine Antwort? Ja, das geht
um die Nähe, es geht um die Persönlichkeit. Also es gibt auch eine Zeitschiene, es gibt also viel mehr Fälle, die sich realisieren innerhalb von ein, zwei Tagen, denn in längeren Zeiträumen. Also die Treffergenauigkeit nimmt mit der Zeit, mit der Entfernung des Zeitpunkts, wo sich etwas Und mit der verändert, persönlichen Beziehung, ne? Weil ich habe dramatisch ab. vor kurzem einen Zeitungsartikel gelesen, sicher nur in irgendeinem englischen Zeitung, da, wo dann drin gestanden ist, dass sie jetzt eine Untersuchung gemacht haben, eben über dieses Phänomen, dass man, wenn jemand anruft, weiß, wer das ist. Und offenbar haben sie da festgestellt, dass es auch da eine Korrelation gibt, wenn nicht sogar eine Kausalität, zwischen der Nähe der Person und nicht wie oft man mit der in Kontakt ist, sondern einfach eine persönliche Nähe wie Familie oder Geschwister und so weiter. Also scheinbar haben die das nachgewiesen, dass das passiert, mit einer gewissen statistischen, ja, Sigma heißt das, glaube ich, also mit einer Häufigkeit, dass man es als statistisch relevant ansehen kann, aber eben, dass es auch auf die Beziehung zwischen den Personen auch ankommt. Ja, so ist es. Da darf ich vielleicht gleich was anschließen, weil dann lasse ich wieder dich reden, weil schließlich bist du der Experte. Weil ich dir diese Bücher noch vorhin in die Luft gehalten habe. Ich kann mich noch an ein Beispiel erinnern und das führt mich dann zur Frage. Das eine Beispiel, da war irgendein Tscheche, ich kann mich nicht mehr erinnern, der Name, irgendwie schon in den 70er Jahren, der war besonders begabt als jemand, der Präkognition hatte. Aber eben nicht von diesen spannenden Dingen, wie in 2 Wochen wird das Haus brennen, sondern mit dem haben sie Experimente gemacht mit Karten. Ist die Karte blau, schwarz, also die Spielkarte, ist sie schwarz oder rot von der Spielfarbe her, ne? Und mit dem haben sie Experimente gemacht und er hatte, glaube ich, eine konstante Trefferquote von, ich weiß jetzt nicht mehr, 50,5 oder 51 oder 52%. Also nicht extrem spannend, aber eine konstante Trefferquote. Und dann haben sie begonnen, die Karten einzuwickeln in Papiere und dann hat das jemand anderer vorbereitet und dann haben sie es zufällig gemacht. Und egal wie sie das auch angelegt haben, er blieb bei dieser konstant hohen Trefferquote, die halt über dem statistischen Durchschnitt gelegen ist. Und das ist natürlich unfassbar langweilig für allgemeine Leute, ne? Die wollen wissen, ob der Dritte Weltkrieg kommt oder ob die UFOs landen. Die wollen nicht wissen, dass irgendjemand in der Lage ist, zu 50,5% oder 52% die Karte vorherzusagen. Darum meine Frage. Ausgehend von dem, was siehst du nach, ich weiß nicht, 50 Jahre Beschäftigung mit dem Thema auf wissenschaftliche Art, was siehst du heute in deinem Gebiet als erwiesen an? Und sei es nur statistisch, was siehst du in deinem Gebiet von all den Themen, die wir schon angeschnitten haben, heute aufgrund der Forschung als erwiesen an? Also erstens möchte ich sagen, ich höre dir gern zu. Du hast es schön dargestellt, so der Pavel Stepanek, Danke. so der Milan Das macht Rieck, aber den Unterschied zwischen uns arbeiten. aus. Du weißt, wovon ich rede, ich nicht. Ja, also ich glaube, dass diese zwei Grundphänomene, außersinnliche Erfahrung einerseits und außermotorische Aktivität andererseits, als erwiesen anzusehen sind. Das würde ich schon verteidigen, wenn mich wer fragt. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, weil außersinnliche Erfahrung gibt es verschiedene Spielarten, Telepathie, Präkognition. Also man kann zum Beispiel rein theoretisch alles auf Präkognition zurückführen. Ja, wenn es ein Telepathie-Experiment gibt, kann ich genauso sagen, das war nicht Telepathie, sondern das ist ein Lesen im zukünftigen Versuchsprotokoll und so fort. Und je mehr man es differenziert, desto mehr kommt man dann in Schwierigkeiten. Aber wenn ich es also sehr global sage, meine ich, dass außersinnliche Erfahrung nachgewiesen ist. Und außermotorische Aktivität ebenfalls. Das finde ich spannend. Kannst du das ein bisschen genauer erzählen? Weil da ist mir nicht so viel bekannt. Also ich meine, da kenne ich ja natürlich auch Einzelfälle, die immer wieder zitiert werden, aber wie würdest du das als bewiesen oder erwiesen ansehen? Durch welche Art von Versuchen? Durch verschiedene. Ich möchte gerne
mich da ein bisschen hineinzoomen in eine Sache, die von der ich persönlich, also glaube, dass sie außerordentlich wichtig ist. Wichtig ist, weil es so einfach, so primitiv ist, daher, dass man sozusagen den Durchblick hat, wo sie also keine großen Fragen stellen vom Jenseits oder was weiß ich was, so handfeste Dinge. Gut. Das ist das paranormale Metallbiegen, eingeführt durch den Uri Geller, das weiß ja jeder. Geller hat damals gesagt, was er damit erreichen möchte, dass er es in der Öffentlichkeit vorführt. Sehen. Er hat also drei Ziele, wörtliches Zitat, Geld verdienen, berühmt werden, Weiber kennenlernen. Also es sollte jetzt nicht, wie soll ich sagen, antifeministisch sein, die Ausdrucksweise, aber Ja, darum schon klar. ist es gegangen. Okay. Ja. Also nicht sagen, ja, einen Dienst der Wissenschaft erweisen oder was, das war Ja, uninteressant. er war auch immer ein Showman und ist doch heute noch ein Showman. Ja. Richtig. Und daher ist also dann auch wieder die Frage, ist das echt, ist das nicht echt? Und tausende Leute Dinge kann man fragen. Daher nehmen wir es also von der Situation des Geller heraus und schauen uns das also experimentell, oder schauen uns das mit bei Personen an, die also so etwas Analoges hervorrufen konnten, wo man also dann eher in eine, wie soll ich sagen, relaxte Versuchsanordnung ging. Leute, die also nicht jetzt sich in den Vordergrund spielen, sondern halt wirklich aus Interesse an der Sache. Da hat es also doch eine Reihe von Dingen gegeben, die nicht uninteressant sind. Also der Keller hat das ja immer so gemacht, dass er den berühmten Löffel in den Fingern der einen Hand gehalten hat und mit den Fingern der anderen Hand so leicht gestrichen hat. Also wie die Sache damals aufgekommen ist, hat es ja viele Berichte gegeben, dass das anderswo auch gelungen sei. Wir haben damals ein Mädchen untersucht, ein Kollege und ich, im Burgenland oder in Niederösterreich, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Wir haben einen Fall im Burgenland gehabt und einen in Niederösterreich. Jetzt, egal, wo das Mädchen, welches der Mädchen war, der Bub war. Also das Mädchen war 7,5 Jahre alt, zart, ein zartes Kind, nicht irgendein Bauerntieren, sondern ein zartes Kind. Und die hat also das halt auch können. Ja, und jetzt gab es damals zum Beispiel diese Hypothese, dass da bestimmte Chemikalien aufgetragen worden seien, so fort. Also wir sind dort also hingefahren zu einem Zeitpunkt, unangemeldet, also nach einer ersten Kontaktaufnahme natürlich, aber dann unangemeldet, damit also nicht da Vorbereitungen getroffen werden können. Wir haben das Mädchen von der Schule abgeholt. Ja, und dann haben wir also verschiedene Objekte gegeben, die sie biegen sollte. Und das hat sie entweder zu großer Zufriedenheit gemacht oder nicht. Zum Beispiel einmal erinnere ich mich sehr genau, da ist also gar nichts weitergegangen. Und da haben wir gesagt, was ist denn los? Hat das sonst immer so gut funktioniert? Ja, ich habe mir mit meinen Freundinnen ausgemacht, wir treffen uns dann zum Spielen und jetzt ist die Zeit schon drüber und so weiter. Also im Klartext, ich will da nicht mit den blöden Erwachsenen da irgendwas, ich möchte eigentlich sehen. Schau, da hast du die drei Stück, die biegst du und dann für Vergnügen. Na? Und so ist es auch gegangen, ja, in Sekundenschnelle. Das ist der wesentliche Parameter dabei, ist also jetzt wieder das, was sich im Kopf abspielt. Ja. Sie hat ein Aluminiumrohr, das also so 10, 12 mm dick war, aber eine ganz, ganz minimale Wandstärke hatte. Und das hat man also mit Muskelkraft biegen können. Es ist natürlich geknickt, wenn man es gebogen hat. Hat sie gesagt, nein, das geht nicht. Das ist zu dick. Das kann ich nicht. Hat sie von vornherein abgeblockt. Wir haben hier unter anderem, also abgesehen von standardisierten Pulsen, Entschuldigung, wann war das ungefähr? ein Jahr nachdem der Geller aufgetaucht ist. Ja, also Ja, auch und 70er, die Anfang ganzen, 70er, ja. ja. Okay. Das Feldbesteck des Bundesheeres.
Weiß nicht, ob du gedient bist, aber Nein. besteht also aus Schau dir einem. meine Brillen an. Ich gehöre auch aus zu der starken, geburtsstarken Generation, wo so eine Brille bereits gereicht hat, um nicht genommen zu werden. Also ich kenne das Feldbesteck des Bundesheers nicht. Ob du kennst ein Campingbesteck und Ja, das ja. gibt so was Ähnliches, ein Ja. Löffel, eine Gabel, ein Messer und der Dosenöffner, der schnappt dann die anderen Sachen ein und da kann man das dann nett zu einem einzigen Objekt zusammen. Ja. Also bei dem Messer, das hat sie nur ganz gering gebogen. Sie Angst gehabt, sie hat es jetzt einmal geschnitten dort. Den Löffel und die Gabel hat sie ja so ordentlich gebogen und sehr schön hat sie gebogen den Dosenöffner. Und dieser Dosenöffner, den kannst du normal nicht Ja, mit Muskelkraft nicht ja, biegen. ja, Der ja. hat Spitzen und wenn du da Muskelkraft anwendest, bohren sich die Spitzen in die Handfläche und du kannst einfach nicht so einen Druck ausüben. Außerdem haben wir nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, und erst nachher bei einer Materialprüfung festgestellt, dass der aus einem anderen Material besteht. Der ist also härter als die anderen drei Stücke. Schaut gleich aus, sieht man außen nicht. Also etwas, wo sie nicht gewusst hat, dass es härter ist, hat sie wesentlich besser gebogen als das Messer, wo sie Angst gehabt hat. Also das sind Abhängigkeiten von der Psyche. Ein britischer Physiker, John Hested, hat da mit Kindergruppen gearbeitet. Der hat das also sozusagen vom Einzelfall auf ein Gruppenexperiment ausgedehnt. Er hat zum Beispiel sotosische Schlüssel, also Schlüssel, die ein Loch haben, kann man seinen Schlüsselring aufhängen. Der hat das also aufgehängt auf Schnüren in bestimmten Abständen von dieser Kindergruppe und hat also die Idee gehabt, dieser Effekt verbreitet sich so kugelschallenförmig im Raum und das, was also näher ist, wird zuerst gebogen. Ja, hat das auch funktioniert, genau das Aber ist. haben die Schlüssel berührt oder sind die nur Nein, 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 das gehangen? auch ging ja ohne Berührung. Ohne Berührung. Bender hat zum Beispiel mit einer Versuchsperson es gemacht, dass die Dinge in einer Glasröhre eingeschweißt war, also das Glas zugeschweißt war. Also da hat man zwar das Glas berühren können, aber nicht das Metallobjekt drinnen. Kurze Zwischenfrage, wieso gibt es eigentlich so wenig Videomaterial von solchen Experimenten? Bitte? Weil, wieso gibt es eigentlich so wenig Videomaterial von solchen Experimenten? Weil gerade die wären ja sehr interessant. Ich meine, natürlich kann man sie auch fälschen, bla bla bla, wissen wir eh. Aber ich meine, grundsätzlich wäre es mal interessant, solche Sachen zu sehen. Und ich kenne eigentlich nur relativ dubiose Videos, meistens aus Russland, von irgendwelchen Medien oder so. Also gibt es. Gibt es also schon wesentlich besseres Material. Über den John Hested hat ein Filmemacher, der mir persönlich bekannt ist, der hat einmal mit mir eine ganz andere Sache gemacht. Der hat da einen ganz, ganz brauchbaren Film, ja, im Format eines Spielfilms gemacht, von den Experimenten vom Institut von Bender, vom IGBB. Da gibt es also Videomaterial, wobei die Aufnahme sehr schlecht ist, aber immerhin sieht man genug dabei. Dann gibt es in der Schweiz bei dem Silvio Meyer, da gab es eine Gruppe rund um ihn, die sich sehr damit beschäftigt haben. Und da gibt es auch einige Videos von einem gewissen Wirz. Der hat einmal eine CD oder DVD herausgebracht. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch im Internet zugänglich ist, das kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Also es gibt schon einiges. Es gibt nicht nichts. Aber es kann man schon vorstellen, es ist nicht was, was ich wie überzeugend ist, weil also nochmal, das vom Silvio aus dem IGBB, das geht eine Viertelstunde, bevor überhaupt einmal was anfängt. Ja, also die Dokumentation halber wollte man natürlich das alles zeigen und dann sagen, ja, das ist geschnitten worden und wer weiß, was in dem Schnitt passiert ist und so Ja. fort. Ja, und dann flimmert es und also schön ist es nicht, aber es gibt es. Also man kann Und jetzt das sagen, war auch kontaktlos. bitte? Das war auch kontaktlos, wovon du gerade Ja, sprichst. ich sage, In der Röhre, ja. in die Röhre. Oder
in einem Styroporlöffel und den Löffel in einen Styroporblock hinein, sodass er da steht und er hält also nur den Finger so hin, also meinen. Ja. Nahe, ohne zu berühren. Vielleicht Na nur gut. ein kurzer Einwurf, weil du das mit dem Löffelbiegen so hervorhebst, als ein Beispiel für Sachen, die quasi immer wieder überprüft wurden. Es scheint derzeit, oder ich habe das vor einem halben Jahr oder so gesehen, auf YouTube gab es eine ganze Reihe von so Leuten, die das gemacht haben, vor YouTube-Kameras. Und offenbar gibt es da so einen Trend, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Trend war, aber zumindest haben es Leute gemacht und auch angeboten, nämlich so etwas wie Löffelbieg-Partys in Amerika, wo irgendjemand kommt und den Leuten das bei einer Party beibringt sozusagen. Und die Erfolgsquote ist, glaube ich, bei ungefähr 50% oder so, oder 50% der Teilnehmer können das auch. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass die Leute die besten Erfolge hatten, wenn sie ein bisschen abgelenkt waren, also wenn sie gelacht haben zum Beispiel oder sich nicht mit voller Konzentration darauf konzentriert haben, sondern eher so schon mit einer Absicht, aber gleichzeitig sich sozusagen ein bisschen davon distanziert oder von ihrem Unglaube distanziert haben. Also das habe ich halt oberflächlich aufgeschnappt, aber das scheint momentan so ein bisschen ein Trend zu sein, Löffel-Big-Partys. Ja, sprich weiter. Na, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe das auf YouTube Genau, gesehen. ist Aber völlig richtig, ja. ja. Genau das ist es. Eben diese entspannte Atmosphäre, die Party-Atmosphäre. Und dann haben wir ja ganz am Anfang, wie von der Entwicklung der Medialität der Brüder Schneider Ja. gesprochen habe, betont, ich hoffe, ich habe es genug betont, dass die Aussage getroffen worden ist, zum Vergnügen haben wir das gemacht. Nicht Ja. um einen Effekt zu erzielen, zum Vergnügen aus abendlicher Unterhaltung, weil es in dem Kaff, Entschuldigung, bei den Braunauern, aber also in der Kleinstadt nicht sehr viel anderes gegeben hat in der Ja, Damals. klar. Und eben die Biegepartys, du hast völlig recht. Und ich kenne, und noch ein Punkt ist, den man dazu sagen kann, bei Kindern sind die Erfolgschancen um vieles besser als bei Erwachsenen. Weil Ja, die noch nicht so viel vorgefasste Meinungen haben. ich möchte jetzt sozusagen diese zwei Aspekte Ja, zusammenbringen. gerne. Ich erzähle etwas, das erzähle ich immer, weil es mich so beeindruckt hat, diese Sache. Du hast gesagt, dass es gibt Leute, die Biegepartys organisiert haben und dann den Menschen beibringen, wie man das macht. Einen dieser Personen habe ich kennengelernt, das war ein Deutscher, der jetzt mittlerweile verstorben ist, Hornfeld oder so. Egal, vielleicht fällt mir der korrekte Name noch ein. War an sich ein Diplom-Ingenieur, sein wichtiges Interesse waren Flettnerruder und solche Dinge. Und er ist da irgendwie hineingekommen und den Mann habe ich kennengelernt, aber nicht in der Biegesituation, sondern heute bei den Basler Psi-Tagen, also schon parapsychologisch, aber nicht, okay. Also hat man gesagt, er macht das. Ich sage, na, wie machen Sie denn das? Erzählen Sie mal, ich möchte mir das vorstellen. Sagt er, na, ganz einfach. Ich rede mit dem Löffel. Ich nehme diesen Löffel in die Hand und sage zu ihm, du bist ein Löffel, wie es Millionen andere gibt, die aus der Fabrik kommen. Heute abends wirst du etwas Besonderes werden. Heute abends bist du dann ein gebogener Löffel, den alle bestaunen. Und sagt dann, wenn ich also das rede mit ihm, dann spüre ich auf einmal, dass da ein Kontakt, ein Rapport hergestellt ist. Und da gibt es eben ein Zeitfenster, wo das Metall so weit plastisch wird, dass es mit den Fingern biegen kann. Dass das Metall so weit plastisch ist, hat man das 7-halbjährige Kind im Burgenland oder in Niederösterreich erzählt. Es wird weich, es wird warm und man kann es biegen. Okay, dein Punkt, an dem du kiefelst, der Mainstream-Wissenschaftler, wenn er dem sagt, das Metall wird zwischen den Fingern warm und weich und man kann es biegen, ist das ja total verrückt. Ne? So, und zwei Dinge sind es, die ich da noch in dem Kontext erzählen möchte. Das eine ist, mit dem Löffel zu sprechen, mit dem eine Beziehung aufzubauen. Das ist so etwas, was eigentlich einem Erwachsenen normalerweise nicht in den Sinn kommt.
gibt vielleicht Leute, die mit dem Computer reden, indem sie schimpfen, wenn was nicht funktioniert, oder so, weil sie meistens selber schuld sind. Aber an sich ist das etwas Kindisches. Das Kind redet mit Objekten. Das Kind redet mit Objekten so, als ob die also Lebewesen wären, die entsprechend antworten. Das heißt also, dieser Mann hat sich sozusagen selbst in dieser Aktion zurückversetzt, retrograd. Also, und das zeigt uns gleichzeitig auch, warum es bei Kindern leichter geht oder mit größerer Erfolgsquote geht. Eben weil sie halt in dieser, ja, sagen wir mal, animistischen Grundhaltung, dass die anderen Dinge auch beseelt sind, dass man mit denen Kontakt aufnehmen kann, halt noch in der Situation noch leben. Das Wichtige ist, dass dieser Rapport, diese Korrelation, und du hast an einer bestimmten Stelle gesagt, Korrelation oder Kausalität. Ne? Also mit Kausalitäten haben wir es sehr, sehr schwierig in der Parapsychologie. Und ich glaube, es ist also in vielen Fällen wesentlich vernünftiger, dass wir nur die Korrelation feststellen und die ist gegeben. Und was mich also jetzt wirklich daran interessiert, weil es ja so eine einfache, sagen wir, Versuchsanordnung oder was ist, wie kommt es zu dieser Korrelation zwischen der Vorstellung des Menschen und dem materiellen Objekt, wo sich die Vorstellung dann auswirkt. Nun kenne ich oder bin ich befreundet mit einem jungen Physiker oder wie soll ich sagen, von meiner Warte halt, also ist er also doch ein deutlich jüngerer Physiker und irgendwer hat mir gesagt, der kann das auch. Gut. Aber gesagt, du, ich habe gehört, du kannst das auch. Sag ich, ja, wo hast du das? Sagt er, ja, wo hast du das gelernt? Na, eben von dem Mann, von dem ich erzählt habe, mit dem in der Schweiz gesprochen habe. Sag ich, na, kannst du mir das vorführen? Ja, gut funktioniert. Sag ich mal, du, das müsste dich doch als Physiker wahnsinnig interessieren. Was ist das für ein, sagen wir mal, Aggregatzustand, der ja bisher der Wissenschaft nicht bekannt ist, dass sich da also ein Zeitfenster aufmacht und das wird warm und das ist jetzt weich und plastisch und so weiter. Das ist doch eine Fragestellung allerersten Ranges. Na, was glaubst du, was man drauf gesagt hat? Ich will mir meine Karriere nicht verwüsten. Ja, darum bin ich ja so ein Fan von Gary Nolan, von dem amerikanischen, ja eigentlich auch Krebsforscher und Biologen, der genau diese Dinge hervorhebt, wenn er sich für Ufologie und Themen rundherum interessiert, weil er sagt, man soll genau dorthin schauen, wo das Seltsame, das Unbekannte ist, nicht? Also ich meine, wenn man diese Glockenkurve hat, sagt er immer, es ist nicht interessant, sich die oberen oder auch den unteren Rand anzuschauen, sondern die Sachen, die ganz am Rand sind, weil er sagt, dort ist der Nobelpreis. Ne? Das ist einer seiner Sätze. Ja, das kann ich nur unterstreichen. In der psychologischen Nobelpreis gibt es noch keinen. Nein, eh nicht. Aber ich meine, aber wie gesagt, du hast vollkommen recht. Wenn wir die Ja. Aggregatformen, die wir kennen, anwenden, passt keine. Aber vielleicht gibt es ja noch welche. Ich habe jetzt vor kurzem mal gelesen, dass man mittlerweile, glaube ich, drei neue Aggregatzustände vom Wasser gefunden hat, zwischen 0 und 100 Grad. Offenbar verändert sich die Struktur graduell und hat dann teilweise andere Eigenschaften. Also man kann offenbar auch in Sachen, die man offenbar schon sehr, sehr lange als erforscht ansieht, durchaus neue Aspekte finden. Ne? Ja, das sind wir völlig d'accord. Und Pass das auf. Problem ist, wie gesagt, dass er gesagt hat, das greife ich nicht an. Also für uns immer die Karriere. Da kommen wir Und wieder zum was sich da Stigma. auch daraus ergibt, ist, dass also dann viele auch, wie soll ich sagen, Wissenschaftler von Rang sich dann erst damit beschäftigen oder zumindest ihr Interesse und ihre Beschäftigung bekannt geben, wenn sie einmal in Pension gehen. Und der Pensionist ist sowieso nichts mehr wert und dann ist also die allgemeine Meinung, naja, das ist ein Altersblatt, jetzt macht, ich glaube dann, jetzt glaubt er an Parapsychologie. Das ist so wie sich Ja. alternde Sozialdemokraten dem Buddhismus zu wenden, wenn sie
wenn sie das Ende des Lebens spüren, sozusagen. Da gibt es ein paar Fälle davon. Du, pass auf, wir reden jetzt schon sehr lange und es ist spannend und wir sollten uns mal auf einen Kaffee treffen, dann können wir 5 Stunden reden. Ich glaube, dass es für den Video langsam vielleicht ein bisschen, wir langsam dem Ende uns nähern sollten. Ich hätte noch zwei Fragen und vielleicht können wir die noch kurz abhandeln. Das eine ist, wir haben schon ein bisschen darüber geredet, was du als erwiesen ansiehst. Wie kann man sich, wenn man gar keine Ahnung davon hat, heute die institutionalisierte Forschung am Paranormalen vorstellen, insbesondere im deutschsprachigen Raum? Vielleicht kannst du es einfach nur als Beispiele sagen. Wo wird geforscht, in welcher Organisation? Du bist ja der Vorstand oder Präsident einer dieser Forschungsvereinigungen, aber wie sind diese Sachen beheimatet an Universitäten? Sind sie Unterabteilungen von anderen Bereichen? Weil mir wäre jetzt kein Institut für Parapsychologie im deutschsprachigen Raum de facto bekannt. Also wie ist eigentlich die heutige Forschung? Und bleiben wir mal im deutschsprachigen Raum, wie ist die heute aufgestellt und organisiert? Ja, welches ist dir bekannt? Das in Freiburg nehme ich Ja. an. Ja, und das ist es damit auch. Punkt um. Okay. Das ist. Beziehungsweise muss man schon also sagen, das ist also eines der weltweit eines der größten Institute dafür. Und ich habe schon erwähnt, 1950 gegründet. Natürlich viele Jahre, was heißt Jahre, Jahrzehnte lang, ist er auf, wie soll ich sagen, sehr minimalem Niveau von der Personaldecke bzw. von den Mitteln. Und dann ist also das, was vorher als Spenden getröpfelt ist, ist also aufgrund einer Schenkung dann also geflossen, gesprudelt. Jetzt sprudelt es auch nicht mehr, weil sich die Wirtschaftslage verändert hat. Also kurz gesagt, in den alten Zeiten hat es also 3 oder 4 Mitarbeiter gegeben. Also der vierte war immer halbe Stelle ist er da, die andere Hälfte ist er von uns in der Universitätsbibliothek. Dann in den besten Zeiten hat es 40 Mitarbeiter gegeben, davon so und so viel Externe, die also dort Forschungsprojekte gemacht haben. Und jetzt ist es also ungefähr, glaube ich, 20 oder so. Das kann sich ja jeder anschauen. Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, wenn das jetzt buchstabiert IGPP, also India Gustav Paula Paula.de. Kann ich dann auch in die Beschreibung geben, den Link, ja. Eine Organisation, die Projekte fördert, die nicht selbst forscht, aber Projekte fördert, das ist BIAL. BIAL ist also eine portugiesische Pharmafirma. Und diese Pharmafirma, da kenne auch den Inhaber, der sagt also, wir sind also eigentlich zu klein, dass wir in dem riesigen Bereich der Pharmawirtschaft weltweit sind wir also ein kleiner Player. Und unsere Einnahmen sind nicht groß genug, dass wir viel eigene Entwicklungen machen können. Wir machen im Wesentlichen Generika. Aber unsere Einnahmen sind groß genug, dass wir Forschungsprojekte nutzen können. Und es sind immer 50% ja, Mainstream und 50% Parapsychologie. Mainstream heißt natürlich jetzt im Wesentlichen Neurologie, Neuropsychologie, also Neurowissenschaften überhaupt, machen jedes Jahr einen Kongress, immer in Porto, wo der gute Portwein herkommt. Ja, du lächelst, das ist auch immer sehr schön gewesen. Ja, also da werden also Projekte unterstützt. Also keine eigene Forschung, aber es werden also Projekte unterstützt. Aber Forschung, wie gesagt, vor allem in Freiburg, wobei das Institut in Freiburg in der Tradition des Bender, das Begriff der Psychohygiene da auch mit hineingenommen hat, auch einen großen Bereich beackert mit Beratung insbesondere natürlich in Fällen, wo jemand glaubt, er erlebt paranormale Phänomene, mit denen er so selber nicht zurechtkommt. Also ein gewisser Prozentsatz dieser Leute ist einfach die Informationssuche. Mir passiert das und das dauernd.
kennt man das, weiß man das, und wenn man dem sagt, ja, so, solche Fälle gibt es tausende in der Literatur, dann ist er schon einmal beruhigt. Ja. Andere hat die also wirklich mit dem kämpfen, und unter Umständen gibt es natürlich, nicht unter Umständen, es gibt natürlich einen gewissen Prozentsatz davon, von pseudopsychologischen Erfahrungen oder paranormalen Erfahrungen, die so eindeutig pathologisch sind. Also Naja, ja, klar. daran, an einem guten alten Dessoir. Der Dessoir ist der Mann, der das Wort Parapsychologie, das Vokabel Parapsychologie einmal überhaupt erfunden hat, 1989. Und er hat gesagt, das ist ein Bereich, ein Zwischenbereich zwischen dem normalen alltäglichen und auf der anderen Seite den krankhaften Erscheinungen des Seelenlebens. Also dort, wo es einmal eindeutig pathologisch wird, sind wir nicht mehr dabei. Aber ich schließe aus deinen Worten, wenn ich heute an der Uni Wien oder ich weiß nicht, an welchen Universitäten man in Österreich noch Psychologie studieren kann, oder wenn ich heute Psychologie studiere, würde ich mir noch immer schwer tun, eine Bachelorarbeit, Magisterarbeit, Doktorarbeit unterzubringen, die sich mit paranormalen Phänomenen beschäftigt. Vielleicht nicht unbedingt. Wenn du dir also einen Doktorvater suchst, der sich dafür interessiert, dann ja. Also es ist nicht so einfach, dass man sagt, jetzt gibt es ein Institut dafür oder so. Ich kann also nennen, ich kann namhaft machen, wer sich an der Sigmund-Freud-Universität dafür interessiert. Ich kann namhaft machen, wer solche Arbeiten bereits betreut hat, jahrelang schon an der Universität Wien, also jetzt in für Psychologie und so weiter. Also Aber es gibt, es ja. gibt kein Institut, also nicht, dass es ein Universitätsinstitut gäbe. Ah Und ja. in Freiburg ist ja auch ein privates Forschungsinstitut. Ja, Es ist ja. natürlich vernetzt, einige Mitarbeiter sind habilitiert, Bender war Professor an der Universität Freiburg. Also da gibt es also eine doch sehr, sehr, sehr innige Verschränkung, aber es ist also kein Universitätsinstitut. Und weil du auf uns angesprochen hast, Ja, wir das wollte ich noch gerne haben unsere wissen. Ja. Gesellschaft 1927 begründet und so Ja. weiter. Ich habe lang genug, so lang, dass du mich dann abgedreht hast, darüber gesprochen, wie sich die Dinge verändert haben aus der Zeit vor der. Ja, ich finde das sehr interessant. Ich habe nur das Gefühl gehabt, wir haben noch so viele andere Themen, dass wir uns den anderen auch mal zuwenden sollten. Ist ja kein Vorwurf, ist Ja. doch ein bisschen eine scherzhafte Bemerkung. Wie lange kennen wir einander? Na, das darf man doch erlauben. Also gut. Schriftlich kennen wir es auf jeden Fall lange. Aus den Zeiten der Blackbox, aus den Zeiten, wo so das Internet sozusagen in den Haushalt eingedrungen ist. Ja, Kinderschuhen des Internet. Manch, ja. Gut, aber wir waren bei deiner Gesellschaft. Ja. Da hat sich also, wie gesagt, viel verändert. Und vor dem Zweiten Weltkrieg hat die Gesellschaft auch Selbstforschungsprojekte getragen, beziehungsweise quasi da integriert. Und heute ist es also eher so, dass sich die Forschungsaktivität gibt bei einzelnen Mitgliedern. Ja? Also einzelne Mitglieder sozusagen unter dem Umbrella, unter dem Regenschirm der Gesellschaft gibt es einzelne Forschungsprojekte, aber kooperativ gibt es also da keine Forschung. Das ist Aber ihr macht regelmäßige Treffen und Vorträge und so weiter. ja, ich sage also, das drei Punkte. Forschung, wie soll ich sagen, Verbreitung der Kenntnisse, Promulgation von Information und das dritte ist eine Bibliothek. Also das erste, wie gesagt, Forschungsprojekte, keine Kooperativen, übrigens auch in Großbritannien, die SPA, die Society for Psychical Research, 50 Jahre älter als wir. Auch die sagen, wir haben also keine kooperativen Ansichten. Jedes sind laut, wir sind ein Mantel über die interessierten Individuen. Beziehungsweise gibt es einzelne Forschungsgruppen, die sich für spezielle Phänomene interessieren, aber ja, wie soll ich sagen, keine Direktiven von bestimmten vorgeschriebenen Ideen. Also bei uns keine gemeinsame Forschung. Zweiter Punkt, Vortragstätigkeit, ja, das ist das, was also seitdem ich das überblicke, seit Mitte der 60er Jahre absolut im Vordergrund steht. Wir haben eh auch schon jetzt
glaube 20 Jahre oder was, eine Website, die du dann bitte einblenden mögest. Und da ist also auf der Unterseite aktuell hat eben, ist also das Programm wird immer verlautbart, wer Mitglied ist oder wer sich als Interessent eingetragen hat, der kriegt es auch zugeschickt. Wir machen im Semester 5 Vorträge, also 10 Vorträge im Kalenderjahr. Wenn es geht, Präsenzvorträge. Das heißt, ich sage es anders, die Vorträge über Zoom sind eigentlich erst im Zug der Corona-Problematik aufgekommen, haben sich aber durchaus bewährt, haben also, was auf der Hand liegt, Vor- und Nachteile. Der Vorteil beim Präsenzvortrag ist eh den Menschen, ich kann mit dem kommunizieren, vielleicht nachher noch zu einem Postkolloquium auf ein Bier gehen oder was auch immer. Und der Vortrag bei Zoom ist auch externe Leute, die vielleicht in Graz wohnen oder Teilnehmer aus Deutschland oder so, können da mit dabei sein. Also Vorteil, Nachteil gleicht sich ungefähr aus. Also sei es Präsenz, sei es Hybrid, 5 im Semester. Durch Jahrzehnte hindurch haben wir das immer am Montagabends gemacht. Und wie halt das Leben so spielt, nichts hält ewig. Jetzt müssen wir umsteigen müssen und sind immer an Dienstagen. Und unser Tag. Katastrophe. Wie bitte? Katastrophe. Nein. Katastrophe ist es nicht. Aber es ist natürlich so, dass Leute umgewöhnen können. Es gibt natürlich Leute, Natürlich. die sagen, na, der Dienstag, da habe ich immer Chorprobe oder Samstag. Ja, und das Vortragslokal, wir haben uns also auch durch Jahrzehnte, kann man sagen, also zumindest seit vor der Jahrtausendwende haben wir das im neuen Institutsgebäude in einem der Hörsäle dort unsere Vorträge abgehalten. Vorher noch an der Technischen Universität, das habe ich schon erwähnt gehabt, die Ära Hoffmann. Ja. Und jetzt sind wir also aus verschiedenen Gründen übersiedelt, und halten die Vorträge ab im Bezirksmuseum Hietzing, also im Festsaal oder Vortragssaal oder was, des Bezirksmuseums Hietzing. Auch nicht schlecht. 11:30 Wien, ja, 11:30 Wien am Platz 2. Das ist gleich neben dem Schloss Schönbrunn, ne? Dienstag, ja, genau so ist es. Genau. Also von der Kennedy-Brücke aus Genau. 3 Minuten zu Fuß. Den Chef von dort habe ich mal interviewt für ein anderes Buch von mir über die schönsten Grätzl in Wien. Also was ganz und gar nicht Paranormales. Aber den hatte ich mal als Zeuge für seine Gegend quasi. Ja, und nicht paranormal ist also der kleine Park dort und das Standbild des Kaisers von Mecklenburg. Obwohl gerade Schönbrunn Ja. Ja, das ist natürlich auch etwas. Mit Kabbala und mit verschiedenen astrologischen Einbauten in die Menagerie und in den ganzen Park. Ne? Ja. Gut, Ja, aber es ist. das lassen wir jetzt lieber mal. Das ist ein Grund. Kannst Das du immer auf die Suche nach Geheimnissen und so. Ich eine muss der noch einen wenigen. Satz noch, um das Ja, bitte, abzusagen, bitte, ja. weil ein dritter statutenmäßiger Zweck, Vereinszweck ist, also außer der Information, also Weitergabe von sozusagen also Vorträge, die dritte Sache ist die Führung einer oder die Anlage und Fortführung einer Fachbibliothek. Und da haben wir also jetzt gewisse Schwierigkeiten, weil wir aus Gründen nach dem Tod meines Vorgängers und so weiter die dortige Kanzlei räumen haben müssen, ist unsere Bibliothek im Moment nicht benutzbar. Wir suchen also jetzt schon ein paar Jahre nach einer Möglichkeit, die Bibliothek aufzustellen. Selbstverständlich kann man sich jederzeit am freien Markt was anmieten, nur entspricht das also nicht der Größenordnung nach, nicht unserem Budget. Das können wir uns also einfach nicht leisten. Das heißt mit anderen Worten, wir sind auf der Suche nach Sponsoren, die uns also da vielleicht helfen können, der einen oder anderen Weise, dass man diese Bibliothek dann auch wirklich sozusagen betriebsfertig zugänglich bekommt. Das ist eines der Probleme, an denen wir knabbern. Na gut, ja, nur zur Ergänzung wollte ich sagen,
Das ist einer der wenigen Fälle, wo meine publizistische Tätigkeit sich tatsächlich mit dem Paranormalen ein bisschen überschnitten hat. In meinen Büchern über das kuriose und seltsame Wien habe ich sehr wohl das eine oder andere auch aufgenommen, wie die weiße Frau in der Hofburg oder andere Gespenstererscheinungen, aber eben vor allem auch immer wieder den Grundrissplan von Schloss Schönbrunn, also vom Garten, wo da alles Mögliche eingebaut ist an Zahlenmystik, Kabbala bis hin zu Feng Shui und so weiter. Also das ist einer der wenigen Fälle, wo sich das überschnitten hat. Und wenn wir gerade von Büchern Hervorragend. reden, ich habe ja auch wieder eins geschrieben, diesmal zum Thema UFO, das UFO-Handbuch. Und damit komme ich zur Schlussfrage. Einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, ist eben, weil diese Bereiche, die noch vor ein paar Jahren so streng getrennt waren, also Leute, die sich mit metallischen Flugobjekten im Himmel beschäftigt haben und mit Leuten, die sich mit Telepathie und Löffelbiegen beschäftigt haben, so streng getrennt waren und man sich auch bemüht hat, sich zu trennen, aus dem einfachen Grund, man war eh schon verschrien, man wollte sich nicht mit noch mit einem zweiten seltsamen Thema auseinandersetzen, das wäre meine laienhafte Interpretation, aber eben jetzt, ich halte das Buch jetzt nicht noch einmal in die Kamera, aber das Buch handelt eben nicht nur von UFOs, es handelt auch von Hitchhiker-Effekt und es handelt auch von paranormalen Effekten und von Leuten, die während der Entführung vielleicht Verstorbene gesehen haben oder nach einer Entführung oder auch nur nach einer Begegnung oder Sichtung auf einmal eben Telepathie oder Präkognition entwickelt haben. Und weil diese Fälle sich häufen und weil sie sich offenbar immer weniger trennen lassen, und das sagen mittlerweile alle Leute, die sich damit beschäftigen. Leute wie Jacques Vallée haben das immer schon gesagt, oder Jeffrey Kripal, das ist ein anderer Forscher dieser Richtung. Aber es gibt auch jetzt Leute, die sich bisher nur mit den sogenannten Nuts and Bolts UFOs beschäftigt haben, die diesen Aspekt jetzt auch nicht mehr leugnen oder vom Tisch wischen, sondern sagen, ja, da ist auch etwas. Von deiner Perspektive aus, also jemand, der eben von den paranormalen Dingen kommt, wie interpretierst du das? Wie siehst du diese Beziehung zwischen Aliens, außerirdischen, multidimensionalen Wesen, was auch immer, und Flugscheiben und paranormalen Effekten, beziehungsweise dann eben auch paranormalen Fähigkeiten, die scheinbar bei Leuten dann erweckt werden? Ja, wieder mal hast du im Prinzip eh schon alles Nein, gesagt. nein, 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 Ich nein. kann Ich ein will bisschen eine zurück. fachliche Aussage, keine journalistische, ich will eine fachliche Aussage. Nein, aber du hast das ja dargestellt, wo es Berührungspunkte gibt oder Verknüpfungen gibt. Die gibt es also auf der einen Seite theoretischer Art, also zum Beispiel irgendwelche, der Antrieb oder Kräfte oder was, kann ich paranormale Phänomene in äquivalent erklären wie Dinge, die bei den UFOs halt sind oder nicht. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, Ich dass kann sagen, dass, bevor du zur anderen Frage kommst, wie meinst du das genau? Du meinst, dass einfach die physikalischen Effekte von UFOs ähnliche Grundlagen hätten wie, sagst du? also zum Beispiel, wenn ich lese irgendwann, UFOs könnten Zeitreisende sein, Ja. die aus der Zukunft zu uns kommen. Einerseits, und wenn ich sage, es gibt also Experimente zur Retropsychokinese, die Vergangenheit heute zu Mhm. beeinflussen, sehe ich also da eine gewisse Ah, Parallele. okay, gut. Also da lässt sich wahrscheinlich einige solche Konvergenzen finden. Und das Zweite ist natürlich die subjektiven Erfahrungen, also die nicht, ich meine, in den letzten Jahren ist ja das UFO-Thema geradezu explodiert, aber es hat also schon vor vielen Jahren, Jahrzehnten möchte ich sagen, also Personen gegeben, die behauptet haben, sie stehen mit den UFO-Noten in telepathischem Kontext oder Konnex. So wie es also Leute gibt, die sagen, sie stehen mit den Geistern der Verstorbenen in Konnex. Ist das vielleicht dasselbe wie Telepathie oder nicht? Weil in der Telepathie, wenn es eine Telepathiesituation ist, ich sage also immer ein ganz, ich fasse mich kurz, Ja, ein ganz, nein, ich finde das sehr interessant. Mach, sag nur. ein, okay, ein, jetzt ein konstruiertes Beispiel. Ja, gerne. Gut. Mein Bruder in New York, ja, ist also hypothetisch, ich habe keinen Bruder, bin ein Einzelkind in New York und so weiter. Aber ich stelle mir also vor, als ein möglicher Fall, mein Bruder ist in New York und
Und irgendwann einmal sage ich zu meiner Frau, du, ich weiß nicht, was mit meinem Bruder los ist, ich muss die ganze Zeit an ihn denken, wird da nicht was passiert sein? Und sie sagt auf einer Gelbe was, warum soll was passieren? Und so geht das hin und her. Und dann sagt sie oder sage ich, naja, ist jetzt schicke mal eine SMS und frage, was los ist. Und nachher kommt keine Antwort. Und jetzt bin ich doch ein bisschen beunruhigt. Und dann kommt ein SMS von ihm. Ja, danke, ich habe dein SMS nicht beantworten können gleich, weil ich war im Spital, ich bin da durchuntersucht worden, ich bin von einem Auto angefahren worden, aber es ist mir eigentlich gar nichts passiert, es waren nur Schürfwunden, aber auf jeden Fall muss man ins Spital gebracht und so. Also, erstens einmal ist das ein typisches Beispiel dafür, dass das Vokabel Gedankenübertragung unbrauchbar ist. Es sind Gedanken, es sind also Gefühle oder halt eine Stimmung oder ein unanschauliches Wissen, dass da eine Gefahrensituation aufgetreten ist. Und übertragen wird auch nichts wie beim Fernsehen oder beim Radio, wo der Sender was ausstrahlt und der Empfänger nimmt es auf. Also ich bin Also, in Altgriechisch jetzt nicht so bewandert, aber heißt Telepathie nicht eigentlich Fernspüren? ja, genau das ist es. Wie Du Empathie, bist bei ne? mir Ja, an der ja. richtigen Adresse, ich habe in Griechisch maturiert. Ja, ich war zwar in einem Gymnasium mit Ja. Griechisch, aber ich habe es nicht genommen. Ja. Telos ist also entfernt, weit, und Pathen, sowie auch die Empathie, Ja, das ja, ist ja. das Fühlen, Leiden. Ja. Okay. Ja, also dieses Mitfühlen, also da ist auch wieder eine Korrelation. Du kannst nicht sagen, dass das so ein klarer, kausaler Zusammenhang ist oder daraus einen kausalen Zusammenhang abzuleiten, wird schwierig sein, weil es ja kein Übertragungsmedium gibt und so. Da habe ich schon einmal gesagt, wir denken heute viel mehr in Begriffen von Korrelation, dass es also solche unter einer bestimmten Gegebenheit, A, in dem Fall enge Beziehung, den haben wir auch schon mal kurz gehabt, den Aspekt der Beziehung, und B, die spezielle Situation, die Gefahrensituation. Der Hans Berger, der Mann, der so dann das Elektroenzephalogramm erfunden hat, der berichtet aus seiner Jugendzeit, aus seiner Studentenzeit einen ähnlichen Fall, wo ihm das also selber, im Gegensatz zu dem Fall, den ich jetzt sozusagen synthetisiert habe, ein Erlebnisfall, wo also bei einem Manöver bei einer militärischen Übung als Reserveoffizier noch vor dem Ersten Weltkrieg in eine Situation gekommen ist, wo er gesagt hat, den unmittelbaren Tod vor den Augen. Ist ihm per Salto nichts passiert, außer vielleicht ein paar Hautabschürfungen. Aber seine Schwester, 60 Kilometer entfernt, hat gesagt, es ist irgendwas los mit dem Bruder und hat den Vater also so lang gepusht, bis der ein Telegramm geschickt hat, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und das hat den Hans Berger so motiviert, diese Erfahrung, dass er eben sein Leben als Arzt der Frage gewidmet hat, den Blick ins Fremdseelische. Und er hat das eben probiert, nämlich über die Gehirnströme. Und hat auf diese Art und Weise war er der Vater des EEG, des Elektro. Überhaupt zum EEG oder EEG in diesem Zusammenhang. Überhaupt zum EEG, überhaupt Das zum EEG. heißt, EEG, wie wir es heute überall benutzen, hat quasi ihren Ursprung in der oder seinen Ursprung in der parapsychologischen Forschung. In einem paranormalen Erlebnis. Okay, gut. In einem paranormalen Erlebnis. Okay. Ja, da gibt es auch spannende Sachen. Also ich meine, würde jetzt wirklich viel zu weit führen, aber da gibt es ein aktuelles Medium in Amerika, Tyler Henry heißt der oder so ähnlich, den haben sie mal untersucht und der hat EEG-mäßig und wenn der also mit Verstorbenen Kontakt aufnimmt, gibt es da sehr interessante, ich weiß jetzt nicht, was da rausgekommen ist, aber auf jeden Fall interessante Ergebnisse. Und interessant ist, da gibt es einen Herrn namens Chris Bledsoe in Amerika, der in der Lage ist, nicht wirklich UFOs, aber Orbs herbeizurufen auf einer regelmäßigen Basis, so schwebende Leuchtkugeln. Und den haben sie mal untersucht mit EEG, während er das gemacht hat. Und das Interessante war, dass er erstens spontan in eine Art Zustand geraten ist, wie sie normalerweise
Zen-Meister in der Meditation erreichen, also einen tiefen, tiefen entspannten Zustand und gleichzeitig aber sein Kommunikationsbereich im Hirn offen war. Und zwar eher für Empfangen als für Senden. Also das war eigentlich ein, wie der Mann, der das untersucht hat, das war auch in einer Fernsehfolge von einer Serie zu sehen, live, also dass das waren eigentlich fast widersprüchliche Ergebnisse. Gleichzeitig Tiefenentspannung und gleichzeitig hochaktive Kommunikationswege. Gut, aber das führt jetzt nur zu weit, da würde man noch eine Stunde reden. Aber du sagst, dass das EEG war da so einer der Schnittstellen quasi. Was du als letztes gesagt hast, dieser scheinbare Widerspruch, also was gibt es ja öfter. Der Alex Thanus zum Beispiel ist also eine Versuchsperson gewesen für out-of-body, also außerkörperliche Erfahrung. In der Regel ist es so, dass Leute, die das haben, sei es spontan, sei es also, die behaupten, sie können das, die sind entweder out-of-body oder sie sind in-body. Und der Alex Thanos hat gesagt, also er projiziert sozusagen einen kleinen Alex woanders hin. Ja, und er hat also genau gewusst, was dieser kleine Alex, den er sich so vorgestellt hat, so ein Tennisball-großes Ding, was der dort macht. Also der sollte zum Beispiel bestimmte Kontaktplatten angreifen, was man dann also messen hat können, ob der Effekt aufgetreten ist oder also nicht. Also man kann natürlich sagen, das ist eine subjektive Vorstellung, dass er etwas von sich emaniert. Im Prinzip, was dann fassbar geworden ist, war Psychokinese, aber auf relativ große Entfernung, also über 5 Zimmer. Ich habe die Versuchsordnung gesehen seinerzeit in New York. Also da gibt es auch sehr viele Dinge. Ja? Also normal würde man auch sagen, einen Effekt, einen psychokinetischen Effekt wird wissentlich hervorzurufen, geht also nicht unbedingt mit out of body zusammen. Aber bei manchen Leuten halt eben doch. Und das ist halt immer wieder die Frage, wo sind die Grenzen, welche Phänomene hängen zusammen, wo sind Grenzen, wo ist das also eine bloße Konvergenz oder wo ist das ein wirklicher Zusammenhang? Aber kommen wir vielleicht zurück, wir sind ein bisschen auf eine Tangente geraten, aber eigentlich waren wir ja beim Thema UFO, ne? Richtig. Also Und die Verbindung. da habe ich gesagt, also im Prinzip ein Medium, das einen Geist channelt, wie man heute so schön sagt, wie kommt das Medium mit der Information zusammen? Möglicherweise, also so wie die Information bei zwei Leuten zusammenkommt, die in telepathischen Kontakt miteinander stehen. Und wenn es jetzt darum geht, dass Leute behaupten, dass sie in Kontakt gekommen sind mit Ufonauten, dann ist das ja auch so etwas Ähnliches. Was für Informationsübertragungskanal oder was ist das? Also bei der Telepathie wollen wir ja nicht eigentlich von Kanal reden, weil ich gesagt habe, dass das in eine falsche Richtung führt. Das sind eher Korrelationen. Aber kann man bei den Kontaktlern da auch sagen, ist es eine bloße Korrelation oder nicht? Also da müssen wir die Fälle genauer analysieren. Da bin ich also sicher nicht zuständig, aber ich sehe da einen Berührungspunkt. Der Jeffrey Aber zumindest. Kreipl hat, ja, sag du. Ich wollte sagen, der Jeffrey Kreipl hat gemeint, was er sieht, ist, dass Leute in Extremsituationen manchmal dann so eine Art Erweckungserlebnis haben oder dann im Zuge der Extremsituation nachher dann eben über gewisse Fähigkeiten verfügen. Und diese Extremsituation kann eben sein, ein Nahtodeserlebnis, kann aber auch genauso sein, eine Begegnung mit etwas, was man als fliegende Untertasse wahrnimmt oder ein Erlebnis, das man als Entführung interpretiert. Also, dass er vielleicht eher jetzt nicht das UFO dich paranormal macht, sondern eher die außergewöhnliche Stresssituation oder sowas auf die Art. Ja, genau. Die Dinge passieren in den Extremsituationen. Das ist das Problem, dass die Phänomene von einer bestimmten Größenordnung, die ihnen beeindrucken, ins Laboratorium zu bringen. Schwierig, weil im Laboratorium hast du keine Extremsituation. Da sitzt er sogar, das ist, und selbst wenn es nicht Extremsituation ist, wenn es darum geht, was du auch angeschnitten hast, diese Telefontelepathie.
du hast eine Ahnung, wer dich anruft oder so. Ist jetzt was passiert? So, jetzt bin ich wieder da. Ja, ich Ein sehe und höre dich Anruf. noch. Du scheinst noch da zu sein. Wenn man versucht, das sozusagen astrein zu Ja, machen, ja, was ja. nicht zu machen. Ja. Und es ist also ein Zeuge, die Versuchsperson hört es, läutet das Telefon und du hörst dem Zeugen sagen, wer von den vier Anrufern in dem Experiment das jetzt tatsächlich ist. Die Ergebnisse sind wesentlich schlechter als die Spontanfälle. Das Ja, heißt, klar. du kannst durch genaue Beobachtung sozusagen die Phänomene killen und das ist wieder Wasser auf die Mühlen der Skeptiker. Wir sagen, naja, wenn man Lachs experimentiert, dann findet man das. Aber wenn man es genau macht, dann verschwindet der Effekt. Ja. Was ich meines Erachtens für eine falsche Interpretation halte. Aber ich glaube, deutlich genug jetzt gesagt. Aber sie ist also weit verbreitet. Und du hast auch immer wieder angesprochen, warum gibt es denn das Problem mit der Dialog mit dem Mainstream? Und da möchte ich noch ganz kurz einen Punkt nachtragen, Gerne, wo gerne. wir Ich wollte dich also fragen, ob du noch was ergänzen möchtest. abgekommen sind. Man bemüht sich also im Rahmen der, sagen wir mal, akademischen Parapsychologie ja sehr, dass man also in den Mainstream eindringt, dass man also Artikel schreibt in Zeitschriften, die halt, wie soll ich sagen, allgemein also neuropsychologische Zeitschriften, psychologische Zeitschriften und so fort. Und das gelingt, ja, was soll ich jetzt sagen? Es gelingt einigermaßen, es gelingt nicht so gut, wie wir es uns wünschen würden, aber es gelingt also doch wesentlich besser, als es vor Jahren war. In den 50er Jahren zum Beispiel war ja die Parapsychologie auch in den 30er Jahren unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass es x Ehrenbeleidigungsprozesse gegeben hat und so weiter. Insofern ist also Ruhe eingetreten. Und Okay. ich glaube schon, dass also nicht nur Ruhe ist, sondern dass es also auch der Dialog mit dem Mainstream schön langsam ein bisschen Fahrt aufnimmt. Also ich sehe das Ja, Entwicklung doch positiv. was das für mich ein bisschen unterstützt, diese Annäherung nach meinen persönlichen Erfahrungen, ist, dass einfach sehr viele Menschen sowohl auf die eine oder andere Art einmal UFO-Kontakte hatten, sei es unerklärliche Lichtphänomene oder auch andere oder andere Leute Poltergeist-Effekte hatten oder was auch immer und oder sonst etwas eben und halt einfach sich langsam die Erlaubnisstruktur ein bisschen aufweicht, darüber zu reden, weil der Prozentsatz von Leuten, die irgendwas erlebt haben, scheint recht hoch zu sein. Ich werde jetzt, seitdem ich mich mit diesen Themen exponiere, sehr oft auch angeschrieben und angerufen, oder angerufen weniger, aber angeschrieben von Leuten, die irgendwas gesehen haben, die mir Beobachtungen schicken, Fotos oder auch etwas persönlich erzählen. Und zwar sehr unwahrscheinliche Kandidaten, sage ich jetzt einmal manchmal. Und ich denke, es dadurch, dass es ein bisschen weicher wird, die Möglichkeit darüber zu reden, gibt es auch mehr Leute, die darüber sprechen. Und es zeigt sich, dass da wahrscheinlich ein viel größeres Potenzial oder eine größere Anzahl zumindest von Fällen und von Menschen existiert, als wir bisher angenommen haben oder zumindest nachweisen konnten. Ja, du meinst, es wird gesellschaftlich mehr akzeptabel. Genau. Genau, da gibt es diese sogenannte Overton-Window, Overton-Fenster, was gesellschaftlich akzeptabel ist, worüber man reden kann. Und das wird jetzt langsam scheinbar akzeptabler. Das ist sicher auch mein Eindruck. Nur hätten wir natürlich immer gern, nicht? Man hat gewisse Wünsche, wir hätten gern, dass wir also schon da wesentlich weiter wären. Und das zweite Problem, was damit zusammenhängt, mit dem Akzeptabel, es wird dann also auch in der Öffentlichkeit sehr viel akzeptiert, was also, wie soll ich sagen, mindere Bären sind. Das ist die Ich weiß, ja. Rückseite Ich weiß, das ist des genau das Ganzen. Problem mit den UFOs. Weil du hast einerseits die Hardcore-Skeptiker, die überhaupt nichts gelten lassen, egal wie gut der Beweis ist oder der Hinweis. Und andererseits hast du irgendwelche Leute, die jeden Lichtpunkt am Himmel sofort als UFO interpretieren und jedes Flimmern im Auge. Also ja, das ist natürlich auch in deinem Feld genau das Gleiche, ne? Also man muss aufpassen, dass man nicht
zu sehr skeptisch ist, aber auch nicht, dass man ja alles und jedes sofort als Beweis oder als glaubwürdig ansieht. Ja, absolut. Es ist also ein schmaler Grat, den wir wandern. Und es ist die Ja. Möglichkeit oder die Gefahr, nach beiden Seiten abzustürzen. Ja, klar. Und Na gut, du jetzt hast jetzt eher etwas. möchte mal den Dialog mit den Ja, Leuten, ja, die sich ja. da außerhalb Ja. befinden, möchte man ja nicht aufgeben. Nicht? Im Gegenteil, die will man ja eher ins Boot holen. Aber ich glaube, das gelingt mittlerweile viel, also besser als noch zuvor. Ja, du hast jetzt eh etwas ergänzt aus eigenem Interesse. Ich wollte dich nur fragen, gibt es noch etwas, was du persönlich sagen möchtest zu dem gesamten Themenbereich, was dir am Herzen liegt oder noch auf was hinweisen? Nein, ich glaube eigentlich nicht, nein. Wenn du unbedingt etwas Persönliches haben willst, dann kann ich nur was bieten, was nicht parapsychologisch ist. Einerseits interessiert mich Wissenschaftsgeschichte, andererseits interessiert mich die Luftfahrt. Ich war also, sage ich war, weil ich habe das jetzt vor kurzem aufgeben müssen, Privatpilot, das gefällt mir. Was mir besonders gefällt, ist Aerobatics, also wie sagt man da auf Deutsch, Kunstflug, Kunstfiguren, ja, die Bewegung im dreidimensionalen Raum, was also auch psychologisch nicht uninteressant ist, die verschiedenen Veränderungen. Du kannst deinen Nullpunkt der Erfahrung bei dir lassen oder hinauslegen. Ja, das erweitert sich ja derzeit auch durch verschiedene Geräte, die Leute aus irgendwelchen Drohnenkoptern zusammenbasteln, die in der Lage sind, Menschen zu transportieren oder flugfähig zu machen. Also da gibt es ja mittlerweile auch einiges, was da noch über normale Flugzeuge und Paragleiten oder sowas hinausgeht. Also mit einem Wort, wir leben in spannenden Zeiten. Ja, das. Und ich sage halt immer gern dieses Wort von Goethe, was am Anfang des Faust, im Prolog des Theaters sagt, greift nur in eines volle Menschenleben und wo er es packt, ist interessant. Ich glaube, das kann man nicht mehr toppen. Das ist ein perfektes Schlusswort. Dann sage ich herzlichen Dank und für alle, die es interessiert, ich gebe alle besprochenen Links in die Beschreibung und danke dir noch einmal herzlich für deine Zeit. War mein Vergnügen und ich danke für die Einladung und wünsche Dankeschön. Ihnen einen schönen Abend. Ciao, Baba. Servus.